So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier zum zweiten Lauf der RFLN.de Langstreckenmeisterschaft. Oder, nee, ja doch, stimmt schon. Heute überraschenderweise auf der Nordschleife. Nein, natürlich wie immer hier auf der Nordschleife, weil das Ganze lehnt sich an der VLN an. Wir haben im Vorfeld schon eine ganze Menge dazu erzählt. Ich denke mal, neue Zuschauer sind jetzt in den paar Sekunden nicht dazugekommen. Und ich hoffe, es ruckelt jetzt nicht mehr. Ich bitte nochmal um Rückmeldungen von den Jungs, die uns das da mitgeteilt haben. Also sollte jetzt eigentlich alles vernünftig laufen. Gut, so, wir befinden uns in der Aufwärmrunde, in der Warm-Up-Lab, in der Formation-Lab, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Und deutlich besser. Wunderbar. Danke euch. Und wir werden heute ein dreistündiges Rennen sehen. Micha, ja genau, an meiner Seite natürlich Micha Klein. Und Gott sei Dank bin ich nochmal alleine hier, der hier schon mit vielen wertvollen Informationen dienen konnte, einfach weil er von Anfang an mit dabei war und mit organisiert hat und immer noch organisiert, oder? Nicht wahr? Ja. Ja, genau. Richtig. Und der auch das, sag mal, die Basics eines jeden guten Organisators verinnerlicht hat: ein Organisator fährt nicht selbst. Ja? Also, das mal so sei. Gut. Was die anderen machen, interessiert uns jetzt gar nicht, ne? Genau. So, und wir sind hier mit vier Klassen unterwegs und wir haben das alles schon vorgestellt, das werden wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Also, Micha, wie lange wird die Formation Lab so in etwa dauern? Also die Formation Lab dauert insgesamt circa eine Viertelstunde. Also okay, ja. Also da werden wir noch ein paar Minuten. Also dass man pünktlich zu den drei Stunden wieder über die Linie kommen wird, oder ist machbar. Haben wir im letzten Rennen eigentlich auch ganz gut hingekriegt. In den Preseason-Tests war es eigentlich auch immer ziemlich genau eine Punktlandung. Genau. So, jetzt können wir das aber tatsächlich, jetzt sind wir gerade beim Karussell, jetzt können wir hier tatsächlich nochmal anfangen. Also Kevin Maas führt die Klasse 1 an, vor, und natürlich auch die Gesamtwertung vor Patrick Müller, oder machen wir mal die Teams einfach. Das dürfte sein Racing Association vor Core Motorsports und Cantina Band, richtig? Richtig, genau. Ja. Ach, ich bin so gut. So, Virtual Motion Racing auf der 5, dann Just for Fun auf der 6, auf der 7 haben wir das Sim Racing Team. Phoenix Sim Racing Team? Phoenix, ah, genau. Mhm. So, dann P1 Gaming auf der 8, auf der 9 Core Motorsports, das ist jetzt. Ah ja, der gehört eigentlich schon zur zweiten Klasse. Wir haben hier aber noch einen Nachzügler, nämlich von Green Flashes, der Steve Krumpel, der hat so ein bisschen im Quali geloost, nämlich die Verbindung verloren oder was auch immer. Jedenfalls muss er da von da hinten starten. So, dann haben wir auf Platz 2 der Klasse 2 den Robert Reck. So, oh, richtig? Ist völlig richtig, ja. Ja, Motorsport for All auf der 3, auf der 4. S-Motorsport, ich weiß nicht, heißt das Sim-Motorsport eigentlich? Nee, das Team, der Teamchef ist Johannes Schaffranka, soweit ich das im Hinterkopf habe. Also S-Motorsport, Schaffranka. Ah, okay, alles klar. Motorsport heißt. So, Old Man Racing, das wäre ein Team, bei dem ich auch anheuern dürfte. Ja. Genau. So, und dann haben wir das Handwerk. Das finde ich natürlich jetzt mal eine ganz spannende Sache. Kennst du da irgendwelche Hintergründe zu? Das ist irgendwie ein Präsident von der IHK, oder? Ja, habe ich eigentlich auch vermutet. Ich habe keine Ahnung, was die Jungs dazu bewogen hat, ihr Team Handwerk zu nennen. Ich fand es eine witzige Idee. Ist es auch, definitiv. Ja. Das Auto ist auch sehr, sehr wunderschön geworden. Ja, eigentlich traue ich dem Team viel mehr zu, als es hier gerade dasteht. Die hatten auch letztes Mal im ersten Lauf hatten sie einen glücklichen Disconnect in der Einführungsrunde. Ach, die war das, genau. Okay. Ja, genau. Also das ist hier das Team um Fabio Schürmann und Benno Höft. Also den traue ich so eine Ebene zu mit Ace Racing beziehungsweise den Green Flashes Jungs. Okay. So, jetzt haben wir das zweite Pace Safety Car. Jetzt kommen nämlich die Klassen 3 und 4. Und
den Robert Gödicke hier auf der 1. Da haben wir eben wieder kein Teamnamen stehen. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist No Limit. Der Carsten mir vorhin nochmal. Ja, das war das letzte Mal auch schon. So, dann haben wir KPR. Das ist das Home-Team mit Jörg Langen. Das Hausteam mit Hausrecht. Ehrlich Online Simracing hier mit Olaf Matzenbacher. Das ist die Position 3. Mhm. MGA Motorsport auf der 4, auf der 5 Piranha Simracing. Auf der 6 haben wir MRS Virtual Racing. Da kommen wir hier durchs Bild mit einem 190er, genau. So, Just for Fun Virtual Racing. Auf ich möchte ganz kurz das mal einhaken. Ja? Wir haben die Gruppe 1 bzw. das erste Grid gerade auf der Döttinger Höhe. Okay. Das Rennen wird jetzt dann auch gleich unmittelbar dann freigegeben. Alles klar, dann gehen wir hier, zeigen, lesen wir das gar nicht vor, sondern gehen die jetzt einfach nochmal durch. Wir sind auch gleich durch. Naja, gleich durch ist gut. Ach, ganz hinten hat sich noch ein GT versteckt. So. Ja, so ist das. So, und jetzt sollten wir dann eigentlich beim ersten Safety Car sein. Wir gehen mal auf die Pole Position. Das ist der Kevin Maas. Das so, Safety Car jetzt liegt jetzt gleich ab, genau. Ja? Ich werde jetzt dann gleich das Rennen freigeben. Ich winke quasi aus der Kommentatorenkabine mit der grünen Flagge. Oho. Nimm doch mal die schwarz-weiß karierte bitte. Das Ganze wird in unmittelbarer Nähe zur Startziellinie passieren. Ja, die Fahrer sind angewiesen, hintereinander so in Double-File herzufahren. Und dann das Kommando von der Rennleitung, also quasi hier, abzuwarten, und sobald ich dann jetzt das gleich das Go gebe, werden dann die Motoren aufheulen. So, Pace Car geht jetzt ab. Ja, schön dicht, alle Mann beieinander. So, und hiermit ist jetzt dann auch schon der Start erfolgt. Genau, ich hab's gehört. Und es kann auch keiner schieben, weil ihr hört das alles erst 5 Sekunden später. Geht das erst 5 Sekunden später. So, und Kevin Maas bleibt in Front. Aber hier geht es natürlich jetzt gleich zur Sache. Und wenn ich das richtig sehe, hat Lars Kober hier mindestens 2 Positionen gut gemacht. Geht's jetzt richtig rund. Ja, bis ich jetzt alles wieder sortiert hat. So. So, und da sehen wir auch schon den Mercedes. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Oder sind da 2 davon da? Mit dem Benno. Insgesamt 2 SLS dabei. Okay, alles klar. Green Flashes und das so ja, auch nee, von dem Startgruppe ist jetzt gerade die Space Car abgebogen. Die Startfreigabe ist jetzt erfolgt. Okay. Von dem Handwerk, sind da 2 Mercedes dabei? Nein, nur einer. Dann hat auch der einen super guten Start hingelegt. Boah, mhm. Leute, hier geht's aber richtig zur Sache. Ja. Aber das ganz sind jetzt sauber. Wo ist der USR BMW? Also das ist eine ganz spannende Gruppe hier, die Klasse 3. KPR hat nämlich fahrerisch nochmal nachgelegt, die haben jetzt einen neuen Mann verpflichtet, nämlich den Jörg Langen. Der fährt jetzt gleich dann zusammen mit dem Linkheit, soweit ich weiß. Mhm. Und der war nämlich das letzte Jahr, letzten Mal schon sehr, sehr stark, nur sein zweiter Teamkollege. War nicht so stark, deswegen konnten die No Limit wirklich nicht bis zum Schluss einheizen, aber diesmal, denke ich, wird No Limit ordentlich Konkurrenz bekommen haben. Durch das Balance of Performance Setup denke ich, dass auch USR hier nochmal zulegen wird in diesem Rennen, sodass man da ein sehr, sehr schönes Dreierpaket, vielleicht sogar mit MGR Motorsport nochmal ein Viererpaket haben in der Klasse sogar.
die alle vier um den Sieg mitfahren können. Aber OSR ist doch von 3 gestartet, richtig? OSR also ist eigentlich von 3 gestartet. Wir sind am Start ein bisschen zurückgefallen. Ja. Wollte ich gerade sagen, weil du gerade nachfragtest. Also die sind jetzt hier auf Gesamtplatz. Entschuldigung. Genau. So, und da haben wir natürlich jetzt hier gut Alarm. Ich sehe, man hat hier irgendwie vergessen, die Scheiben zu putzen. Bei den Klasse 3 Autos, ja, die sind etwas verschmiert von innen. So, und was gibt es Schöneres als eine Onboard-Mitfahrt auf der Nordschleife, egal mit welchem Auto, Hauptsache es fährt schnell. Jetzt wird es aber hier ganz haarig. Wir haben hier den, ich glaube, Andreas Beer. Ja. Der hat hier richtig gut zu tun. Aber das ist eine ganz nette Dreiergruppe. Ja, es tut mir leid, ich muss dich tatsächlich mal 2-3 Minuten alleine lassen. Ich muss meinen Rechner booten, weil ich krieg hier kein Timing, nichts auf die Reihe. Ja. Wird's hier alles, ich muss tatsächlich einmal neu starten, alles. Also, der Bedienung weiß ja Bescheid, ne? Ja, hoffentlich. Zum großen Ganzen. Benutze einfach den Nummernblock, wenn du irgendwo hin willst. Okay. Ja? Ich versuche das. Und nicht Plus und Minus. Nein, nicht Plus. Okay, also bis gleich, ich beeile mich. Ja. Gut, während wir auf den Lutz warten, wie schon angesprochen, haben wir hier diese Dreiergruppe in der Klasse 3, angeführt von Olaf Matzenbacher, gefolgt von Alexander Keller und Andreas Beer. Dahinter befindet sich noch ein Klasse 2 Auto, nämlich der Florian Plenker. Das hat gleich wieder funktioniert, mit der falschen Taste. Ja, ganz am Ende der Gruppe der Florian Plenker mit seinem Ford GT, der da gerne vorbei möchte, aber nicht vorbeikommt. Überholen auf der Nordschleife, keine einfache Sache. So, jetzt steht hier ein Bild. Schön, dann versuche ich einfach so weiter zu reden. Wie gesagt, auf der Nordschleife ist Überholen gar nicht so einfach. Das erfordert viel Mut. Da muss jeder mitspielen. Der Vordermann, der Hintermann im der Vordermann im langsameren Fahrzeug, der Hintermann muss genau wissen, was er da tut. Sonst geht es hier ganz schnell in die Hose und endet mit einem bösen Unfall und unter Umständen mit einem ganz stark demolierten Fahrzeug. So. Im Hintergrund haben wir noch gesehen, hinter dem GT-Fahrzeug, den M3 Piranha Sim Racing. Hier am Steuer gerade Moritz Kaltwasser. Die Klasse 4 wird angeführt durch das Team Motorsport 4Wall. Dirk Vogel hier am Steuer. Und, man höre und staune, der Kamerad Penzkofer. Vom Team FPR. Er wehrt sich hier gegen Michael Bräutigam aus der Cantina Band 2. Michael Bräutigam, im letzten Rennen souveräner Sieger, mit einem großen Vorsprung gewonnen, hat die Konkurrenz hier richtig platt gemacht.
trotz eigener Fehler ein paar Mal gerutschtes Auto, vielleicht sogar, ich meine, es war sogar ein Dreher dabei, trotz aller dieser Vorfälle mit einem ordentlichen Vorsprung die Klasse gewonnen und damit auch verdient auf einer der ersten vier Plätze zu finden in der Gesamtwertung. Heizt hier ordentlich den Marcel ein, der offensichtlich trainiert hat, denn im letzten Rennen ging es um Marcel nicht um wirklich viel, außer ums Ankommen selbst. Dahinter haben wir noch einen BMW M3, nämlich den Björn Lukrawka vom Team SRC. Das ist dann auch gleichzeitig der letzte in seiner Klasse. Tim Brockmeier vom Team Firewall Racing und dahinter dann der Marc Herzig, der zusammen mit dem Herbert Bickmeier den einzigen Audi in dieser Klasse bewegt. Audi mit einer wunderschönen Lackierung. Ich selbst bin großer MotoGP-Fan. Und hier auf dem Audi eine Lackierung Tribute to Marco Simoncelli. Kann man sehr gut erkennen. Hier an der Seite den Kopf. Peter Neuendorf, ebenfalls im BMW unterwegs, Just for Fun Virtual Racers, jetzt momentan auf der 29. Position. Komplettiert momentan das Feld, hat auch schon einen Frontschaden, wie wir sehen. Letzter in seiner Klasse. Und hier der Führende, Kevin Maas. Sein Verfolger Patrick Muller schon wieder um 4 Sekunden enteilt. Das sagt zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht viel aus. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin gerade etwas überfordert, weil ich das hier zum ersten Mal mache und dann auch noch ganz alleine. Auf meinem zweiten Monitor sehe ich gerade, dass die Gruppe um Matzenbacher, Bär und Keller sich dermaßen einheizen, dass es nur so kracht. Ich möchte euch das auch gerne zeigen. Gucken, ob das funktioniert. In der Tat, es hat funktioniert. Die Tastenkombi. Naja, mittlerweile Plenker an Matzenbacher und Bär vorbei. Aber Bär denkt gar nicht daran, den Klassenhöheren da einfach so ziehen zu lassen und setzt direkt wieder zum Überholen an. Erste Kurve, Grand Prix Kurs und Bär wieder vorbei. Wie gesagt, es müssen immer jeder mitspielen, es müssen alle mitspielen. Sonst hat man hier auf dieser Strecke keine Chance, unfallfrei durchzukommen. Jetzt war da noch ein kleiner Schubser, denke ich mal, vom Herrn Plenker. So, ich hoffe, es leben noch alle. Ja, das hoffe ich auch, dass die Zuhörer noch leben. Ja, genau. So, mein Timing funktioniert nicht. Aber gut, ich habe hier ein Java-Problem. Hatte ich vorher nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Kein Problem. Ja, dann musst du jetzt der Chef im Ring. Darfst jetzt mal gucken, wo es besonders eng ist. Aber momentan ist ja, glaube ich, überall richtig was los, ne? Ja. Definitiv richtig. Vor allen Dingen in der Klasse 3, die sich mit dem Klasse 2 Auto ziemlich prügelt, ging es gerade heiß her. Aber Strafen hat es noch keine gegeben, oder? Nein, soweit ich weiß nicht. Ja, großen Ganzen. Natürlich jetzt in der Anfangsphase ist völlig egal, wo man hingeht. Wahrscheinlich ist hier überall irgendwo Alarm. Ja, ich bin gerade am gucken, ja.
Ja, Platz 6 und 7 sind heiße Kiste, soweit ich weiß. Ja, das ist auf alle Fälle geht's dahinter auch noch gut zur Sache. Also, na, die sind da alles ziemlich eng beieinander. Ja, Marco sagt gerade, also einer der Rennkommissare sagt, momentan läuft alles sehr, sehr human ab. Da muss man aber auch als Rennkommissar ein bisschen Angst haben, weil ja, auch bedenklich sowas. Was genau ist jetzt bedenklich? Ja, wenn alles gut läuft, alles super gut läuft, das, also da werde ich mal sehr zittrig. Also das ist dann immer so ein Zeichen. Das wünscht man sich insgeheim natürlich, nicht nur insgeheim, das wünscht man sich überhaupt, aber ist dann die große Bombe platzt. Das ist nicht so, als ob du 4-, 5-, 6-jährige Kinder hast und im Kinderzimmer ist es total ruhig auf einmal. Also da muss man auch, ne? Aber wenn wir uns das hier jetzt gerade anschauen, vorne der Jimmy Kahn, dann kommt hier der Andreas Schröder und direkt wieder gefolgt von Frank Schmidt. Ja, Frank Schmidt vom S Motorsport Team. Die fahren alle drei in einer Klasse. Das ist ein ähnliches Bild wie beim letzten Mal schon. Das sind 4 Fahrzeuge. Vorne fährt nämlich auch noch der Michael Fayer. Den sieht man da immer ganz leicht durchs Bild huschen im Cantina Band Porsche. Das sind 4 Fahrer, die bewegen sich jetzt nach einer Viertelstunde Renndauer, also eine Runde und 12 Kilometer, haben wir gerade gesehen. Noch derartig eng zusammen. Also da macht es Spaß, hinzugucken und zuzugucken. Ja. So, ich sehe gerade, euer Live-View auf der Webseite ist auch nicht. Das ist auch erreichbar. Wir haben den R-Faktor Motor laufen. Ja. Ja, und genau auf den komme ich ja nicht rauf. So. Und ja, ich habe den ja auch hier laufen und der lässt mich nicht. Der sendet zwar, aber ich habe hier bei mir lokal, habe ich da ein Exception Error. Ausnahmefehler. Können wir das nochmal? Nee, halt, muss man noch den Relay-Service anmachen. Ein letzter Versuch. Es geht! Gerade wollte ich nochmal Carsten anschreiben, der erkennt nämlich noch den einen oder anderen Kniff oder Trick, aber wenn du sagst, das funktioniert dann. Jetzt funktioniert's, wir können jetzt aus einer Tasche plaudern. Das ist ja großartig. Ja, wie gesagt, also Frank Schmidt hier, ich glaube, da sind wir gerade. Da geht es. Platz 10, 9, 8, das ist alles verdammt eng, genauso 8 und 7. 6, 7, 8, das ist auch verdammt eng. Herr Max Stolze mit Micha Fayer und Jimmy Kahn, also die ganze Gruppe ist total eng beieinander, während hinten ist es dann schon ein bisschen weiter. Wir können mal tatsächlich ganz nach hinten gehen. Ich glaube auf der 25, da ist nämlich der Marcel Penzkofer, der ja so ein bisschen Quali-Strafe hatte, wenn ich mich recht entsinne. Völlig korrekt, der durfte auch nicht nochmal fahren, ja, weil er gegen das Escape-Verbot verstoßen hat. Hier hat sich auch ein bisschen was getan, nämlich der Michael Bräutigam straft wieder alles Lügen. Ja, eben habe ich noch erzählt, dass er auf Platz 3 in der Klasse heute gar nicht so gut ist. Ganz plötzlich ist er wieder auf Platz 1 in seiner Klasse. Und der Dirk Vogel, ehemals Führender, jetzt nur noch auf Platz 2 und kriegt jetzt Druck vom Marcel Penzkofer. Vorne hat sich gerade der Patrick Muller aus der zweiten Position verabschiedet und hat einen ganz heftigen Frontschaden. Stehendes Vorderrad. Wir sind jetzt im Replay. Wir schauen mal. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist. Es scheint schon ein bisschen länger zu sein. Ja, also gut, das ist jetzt nicht. Ja, also da. Hanna. Ja, wird gerade durchgereicht, also. Ja gut, er hat ein bisschen Glück gehabt, dass es nicht am Anfang der Runde passiert ist. Also, er ist kommt schon jetzt ziemlich weit fortgeschritten. Also wir haben da das letzte Mal ganz tolle Szene im Kopf noch. Vom Felix Heinen aus vom Team Green Flashes, den es eben ziemlich am Anfang erwischt hat. Ich meine, es war Breitscheid, dass es den erwischt hat. Und der musste dann die ganze Strecke und blieb dann ganz am Ende in der letzten Schikane, wo es dann eigentlich nur noch geradeaus zur Box geht, lieber hängen auf dem Körb und dann war es das für ihn. Und hoffentlich bleibt es jetzt dem Patrick hier
erspart. Von hinten drückt jetzt der Jimmy Kahn, der will natürlich schnell vorbei. Weil der ja auch am Fire dranbleiben will. Oh, das ist gut gegangen, das haben sie beides ja auch nicht. Genau, genau. Ja, gut, dann aber jetzt nichts wie ab in die Box oder fährt er noch eine Runde? Nee. In die Box. Naja, manchmal weiß man es nicht. Und so, jetzt bloß nicht den Speed Limit überschreiten. Also, alles gut. Ja, sieht sehr gut aus für Patrick. Ja. Glück im Unglück, muss man sagen. Leider das Team Core Motorsport auch schon das letzte Mal etwas gebeutelt. Tut mir persönlich ein bisschen leid, weil zwei Runden vor Schluss ist der Sebastian Schmitz wegen eines technischen Defekts ausgefallen. Das war bitter, ja. Ja, das ist auch sehr, sehr schade. Er kam noch in die Wertung, weil er eben eine bestimmte Anzahl an Prozent gefahren ist. Hat er, glaube ich, halbe Punkte bekommen für die Platzierung. Also ganz leer ausgegangen sind sie nicht, aber es ist schon schade, wenn man bis zwei Runden vor Schluss auf dem zweiten Platz liegt, eigentlich gut Punkte einfahren kann. Und dann eben so durchgereicht wird. Hoffentlich kann jetzt das Team das Auto schnell reparieren und es geht noch was in den verbleibenden 2 Stunden 40 Minuten. Ja, keiner gefeit Zwischenfällen. Ja, das ist also, wie gesagt, gerade hier auf der Nordschleife, wenn man dann stundenlang, also ich glaube, das letzte Mal waren 2 Stunden, richtig? Letztes Mal waren es 2 Stunden, ja. Ja, genau. Also wenn man da 2 Stunden gekämpft hat wie ein Löwe und dann in der letzten oder am Ende der vorletzten Runde ausfällt, also das ist wirklich, bitterer geht's ja kaum. Ja, ja, ich persönlich habe schon mal was Bitteres oder Bittereres erlebt, ja. Da kann sich vielleicht auch noch der ein oder andere dran erinnern. Da war ich sehr ungehalten. Ja, bei kann man sich so gar nicht vorstellen bei dir. 12 Stunden Sebring-Rennen nach 11 Stunden 30 Minuten disqualifiziert zu werden, zum Beispiel. Oh, ja. Ja, zu Recht muss man dazu allerdings sagen. Das ist nicht mir passiert, sondern meinem Teamkollegen. Ich bin, glaube ich, 8 Stunden gefahren und mein Teamkollege eben auch nochmal 4 in Summe und der hat dann, der war dann etwas rigoros unterwegs und wollte sich nicht wirklich überholen lassen. Nun gut. Dann gab's, ja. Böse Geschichte, aber. Ja, das ist natürlich, gut. Es gibt andere Experten, die beim Fahrerwechsel, der erste Fahrer macht das Licht aus, weil er ordentlich sein will, und der nächste übernimmt das Auto und merkt das nicht und fährt los. Ja. In der Nacht, ne? Dann ist man auch disqualifiziert. So, jetzt haben wir hier ein ziemlich straffes Überholmanöver gesehen von Benno Höft gegen Lars Kober. Das ist allerdings auch nicht in der Klasse, oder? Ist der Aston Martin mit. Oh! Doch, sind beide in einer Klasse. Ja, das sah jetzt aber eher so aus, als wenn das zwei völlig verschiedene Klassen gewesen wären. Der Benno Höft ist der SLS im Team, in der Klasse. Ja. Und der Lars fährt den Aston Martin. Genau. Aber wie gesagt, der Benno ist hier vorbeigegangen wie geschnitten Brot. Also das war fast vorbeilassen, möchte ich sagen. Jetzt weiß ich nicht, ob vielleicht an dem Aston irgendetwas nicht in Ordnung ist, dass der Lars da so bereitwillig Platz gemacht hat. Weil das auch eine Stelle war, wo man nicht so einfach überholen kann. So, gut. So, ja, verschrumpelt. Ja, gut. Werden wir hoffentlich noch erfahren. Weiß nicht, ob er einen Teamkollegen hat, der kann uns da gerne mal eine Nachricht zukommen lassen. Ich bekomme gerade von der Rennleitung mitgeteilt, Edgar Steffens, der hat, glaube ich, das Fahrzeug übernommen für Just for Fun. Die bekommen eine Drive-Thru-Strafe. Aus demselben Grund, warum das letzte Mal schon Drive-Thrus ausgesprochen wurden, nämlich für Linie überfahren. Das sind so kleine Leichtsinnsfehler. Das sind so Fehler, die so böse, böse wehtun. Also, Gott, oh Gott. Und ich muss nochmal einen Fehler von vorhin, von meiner Berichterstattung hier korrigieren, nämlich der Stefan Lenkheit, der fährt selbstverständlich nicht für das Team KPR, das war der Jens Ledwig, der da in der Klasse 3 so stark war und den No Limit Jungs eingeheizt hat. Der Stefan Lenkheit ist für das Team Sim Racing Team Phoenix unterwegs und die eigentlich mit einem Klasse 1 Auto unterwegs, finden sich gerade auf der 27. Position, also sehr, sehr weit hinten. Der Olaf Matzenbacher steht in der Box. Gibt
gibt es da einen plausiblen Grund oder ist das eine Reparatur gewesen? 2 Minuten 23 hat er gestanden, das dürfte eine Reparatur gewesen sein, oder? Das ist relativ, das sieht aus wie eine größere Reparatur, ja. Da muss also richtig was kaputt gewesen sein. So, und der Peter Neuendorf wird mir hier auf der 29 angezeigt, da ist aber gar nicht drin, da ist der Edgar Steffens, das ist der, der das Auto übernommen hat, richtig? Ja. Der Edgar Steffens hat das Auto übernommen von Peter Neuendorf, genau. Der Stander Osterdahl hat jetzt das USR-Auto übernommen vom Olaf Matzenbacher. Man muss aber ganz klar sagen, wenn man sich die Zeiten vom Olaf mal so anschaut, das ist nicht das, was Online-Sim-Racing eigentlich zeigt. Wozu die eigentlich fähig sind. Der Stander, ich weiß es noch vom letzten Mal, der konnte eigentlich ziemlich gut mitfahren. Wurde, glaube ich, sogar Zweiter in der Klasse. Hinterm Team No Limit. Also da ist eigentlich mehr drin für die Jungs. Weiß nicht, ob da irgendwas... Definitiv. Der Olaf, ich kenne den Olaf auch noch von früher. Also der war, das ist ein ausgesprochen... Ich glaube, das ist so eine Truppe, die nur Nordschleife fahren. Die fahren, glaube ich, gar nichts anderes. Oder nur, wenn sie gezwungen werden. Jedenfalls in der GT1 Langstreckenserie, glaube, sind sie auf dem Gesamtplatz 3 gefahren, also in der Meisterschaft, und haben das Nordschleifenrennen, welches dort das Finale war, auch gewonnen. Also von daher ist das schon sehr verwunderlich. Nichtsdestotrotz, der BMW hier ist... Also ich weiß jetzt nicht, wie die Mod ausgelegt ist, ob reparierte Schäden dort angezeigt werden oder nicht. Es gibt Mods, wo das, ja, wo die dann das ganze Rennen, was weiß ich, mit den fehlenden Teilen rumfahren. Beziehungsweise ohne die Teile rumfahren, die da vorher abgefallen sind. Auf alle Fälle sieht der nicht repariert aus. Also da fehlt die komplette Front nach wie vor, trotz Fahrerwechsels. Ja, im Normalfall sollte der eigentlich schon repariert werden, vor allem beim Fahrerwechsel. Ja. Aber hier vorne brennt es nach wie vor in der ersten Klasse, nämlich zwischen Micha Feier, der auch wieder ein bisschen Federn hat lassen müssen, und Max Strötzl, und der Andreas Schröder ist da auch noch hinten dran. Ich werde mal kurz Ferninformation geben. In der Klasse 4, gibt es nämlich auch wieder Bewegung. Massiver Art, da ist nämlich der Michael Bräutigam irgendwann mal, hat er die Strecke verlassen, hat sein Auto auch ein bisschen angeschlagen, ist ein bisschen an der Seite beschädigt und vorne. Ja, da ist ein bisschen dadurch mehr kaputt, jetzt, der hat einen Platten. Ja. Der Marcel Penzkofer ist jetzt nämlich ein neuer Führender der Klasse, das heißt, wir haben jetzt schon den dritten Führenden in der Klasse. Ja. Jetzt Marcel Penzkofer, gefolgt von Dirk Vogel. Auch nicht sehr weit weg, und Micha Bräutigam muss jetzt an die Box. Definitiv, also Penzkofer führt hier. Also so wie das aussieht, ja, also das Auto qualmt hier mächtig und sieht auch irgendwie schief aus, also Aufhängung oder, ja, schöne Grüße zurück. Sollte so sein, dass da irgendwie Reifen oder Aufhängung irgendwie beschädigt sind. Ich würde mal auf Reifen tippen. Ja, gut, aber da hat er noch ein bisschen Weg vor sich. Definitiv, ja. Aber er hat auch noch ein bisschen Zeit vor sich, also 2 Stunden. Ja, richtig. Aber das war das letzte Mal, hat er das auch gemacht, hat er auch die Karre mal kurz ins Abseits gestellt, zwar nicht mit so einem massiven Schaden. Jetzt wird es hier richtig spannend, zu dritt geht es jetzt hier über Start und Ziel. Vielleicht. Ja, da haben wir den Schubert BMW dabei von P1. Ja. Das ist auch was, wo wir übrigens sehr, sehr stolz drauf sind. Hier sind... nicht nur wir als Veranstalter von einem realen Team, sondern zum Teil auch wirklich andere Leute, wie zum Beispiel hier der Z4 vom... Da geht's jetzt hier aber zur Sache. Ja, die zwei, die kämpfen um die Führung in ihrer Klasse, das ist der Micha Fayer und dahinter der Kamerad Schröder, und die wollen natürlich ihre Klasse ordentlich gewinnen, und dann kommt noch der also Max Stötzl dazu. Ja. Und der möchte natürlich vorbei, weil der irgendwo auch den Anschluss an Steve Kuppelt irgendwann mal gerne finden möchte. Ja, und so gibt eins das andere. Und wenn er hier nicht auf dem Grand Prix Kurs jetzt dann vorbeikommt, dann wird es auf der Nordschleife nachher wieder eng. Ja, so, jetzt gibt's hier den Angriff. Und jetzt ist er, glaube ich, durch. Also zumindest der Max Stötzl ist jetzt vorbei.
amtlicher Feier. Ja, wie gesagt, um noch mal kurz zu Ende zu erzählen, also ja, jetzt zum Beispiel hier das P1-Team, das die Lackierung verrät schon so ein bisschen, wird quasi gesponsert vom Team Spur Motorsport. Ja. Das ist auch ziemlich direkt, genau. Mhm. Also das ist eins der Teams, die realen Sponsor bzw. Unterstützung realer Art eben erfahren. Und da haben wir noch das ein oder andere dazu. Beispiel das SRC-Team. Da können wir später noch mal was dazu sagen. Was wir denn noch so spontan nennen. Ja gut, insgesamt sind ja im Sim-Racing tatsächlich einige Teams unterwegs, die mittlerweile Rennställe aus dem realen Motorsport zumindest die Namen benutzen dürfen. Ob die da irgendwelche Gratifikationen bekommen, das weiß ich nicht, aber das ist schon durchaus denkbar, dass man sagt, ey, wenn ihr richtig gut seid, kriegt ihr mal irgendwie von uns ein paar Karten für irgendwas oder sonst dergleichen Dinge oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Das sei denn also bei P1 und Schubert jetzt beispielsweise ist es relativ eindeutig. Die haben zum Beispiel zusammen auch eine kleine Mod entwickelt, beziehungsweise eine Fahrphysik entwickelt, die in einer anderen Rennserie, ich habe da gar keinen Schmerz damit, das jetzt hier gut zu tun. Die tragen jetzt Simracing Deutschland. Ist der Veranstalter von einem 24-Stunden-Rennen Spa im nächsten Jahr und für diese und dann wird mit dem Mod nochmal eine GT-Meisterschaft ausgetragen und da hat P1 Game die Verbindung zu Schubert Motorsport hergestellt und verwenden reale Fahrzeugdaten und haben da fahrphysiktechnisch ein bisschen was zusammengebastelt. Also da ist schon so eine Zusammenarbeit vorhanden. Das ist immer sehr, sehr interessant. Wow. So, jetzt habe ich hier wieder Info von der Rennleitung. Frank Schmidt aus der Klasse 2 hat einen Platz verloren und ist auch ein bisschen irgendwo einen Dreher hat er gehabt. Hat jetzt den dritten Platz an Jimmy Kahn verloren. Ja, wie gesagt, also das ist, wenn ich mich so die letzten 10,5 Jahre zurückerinnere, seitdem ich irgendwelche Simracing organisiere, wie sich das halt jetzt entwickelt hat, also auch diese Symbiosen zwischen realen und virtuellen Motorsport, also das ist schon ziemlich großartig geworden und denke mal, das wird auch so weitergehen. Da wird's noch viel mehr Verknüpfungen geben. Also zu wünschen wäre es. Ja, was ich mir absolut aber viel mehr wünschen würde, wäre, wenn man das Simracing als solches etwas mehr zentralisieren könnte, so dass es einfach eine größere Gruppe von Leuten anspricht. Ähnlich wie Race Department das macht. Die sind ja mittlerweile 150.000 Mitglieder stark und sehr, sehr international und haben da wirklich auch mittlerweile jetzt derzeit entwickeln die mit ISI zusammen ein paar Features für R-Factor 2 und da passiert so wirklich was wirklich wichtig ist, also wo man sagt, und sowas würde ich mir halt auch mehr oder weniger für den deutschsprachigen Raum wünschen, dass man halt dort wirklich ein bisschen zusammenrückt. Wir haben das auf Simracing.org probiert, Simracing Deutschland hat das damals mit diesem Verein versucht, es ist beides nichts geworden in der Form. Und also nichts gegen die Arbeit, die dort gemacht wurde, im Gegenteil. Aber es ist einfach nicht passiert, was eigentlich damals angedacht war. Und von daher ist das natürlich sehr, sehr schade, weil das Problem ist ja tatsächlich, Simracing könnte ich mir vorstellen, dass die Gruppe derer, die gar nicht wissen, dass es so etwas gibt, so groß ist, dass man ein so unglaubliches Potenzial hätte, wenn man das dann endlich mal in die breite Masse gestreut bekäme und nicht jeder irgendwo sein Züppchen kocht, dann wäre das halt viel, viel effizienter. Aber es geht nun mal nicht. Und
Somit müssen wir damit leben, dass es halt vorerst im Bereich bleiben wird. Und wer weiß, für was es gut ist. Also das will ich gar nicht mal in Abrede stellen. Wenn wir jetzt hier so 100.000 Knallköpfe kriegen, da können wir auch nicht so wirklich was mit anfangen. Das ist richtig, ja. Und das ist halt schon sehr schwierig. Und machen wir uns nichts vor, der Trainingsaufwand oder der Aufwand zum Üben, ich sag jetzt mal bewusst Üben, ist mindestens genauso groß wie ein Profi in irgendeiner Strategie oder in irgendeinem Ballerspiel zu werden. Also das ist halt wirklich sehr, sehr zeitintensiv und das halt für Leute, die beruflich sehr angespannt sind, die Familie haben, ist es halt eigentlich nicht machbar. Deswegen ist es ja auch, dass bei den Strategiespielen und bei den Ballerspielen oftmals sehr junge Menschen unterwegs sind. Also vor der Ausbildung oder gerade mal in der Ausbildung, wo sie noch die nötige Zeit eventuell aufbringen können, beziehungsweise das schon in ganz jungen Jahren sich angeeignet haben. Bloß mit dem Simracing geht das halt nicht. Also da kannst du mit dem 11-, 12-Jährigen nicht wirklich was anfangen. Und ja, und somit haben wir da natürlich so unsere Problemchen. So, da haben wir den Herrn Penzkofer, der ist draußen. Nee, nicht Penzkofer. Das ist der Robert Reck, wurde mir auch gerade gemeldet. Ja, hat einen Aufhängungsschaden, ja. Muss irgendwo. Ja. Ist aber auch raus, also hat einen Ping von 0. Ja. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob es noch ein Disconnect dazu kam oder ob der Disconnect ein Grund war. Man sieht es ja hier vorne auch an der Stoßstange, also das Auto ist wohl sehr beschädigt gewesen. Ja. Ist raus. Für alle Fans von Michael Bräutigam, er hat die Box irgendwann mal erreicht gehabt. Steht aber schon seit 3 Minuten. Ja. Oh ja, da haben wir ihn ja gerade live im Bild, genau. Ja. Ja, Marco Domen schreibt mir gerade Rack out, keine Ahnung warum. Wir hatten das beschädigte Auto gesehen, also hier steht es auch in der Zeitenliste, steht auch Aufhängung drin. Ja. Also ich denke mal, dass der Herr Bräutigam hat jetzt 3 Minuten 21 für die Reparatur gebraucht, also gehe ich mal davon aus, dass da nicht nur der Reifen kaputt war. Nein, da waren noch mehr repariert. Man sieht es auch jetzt hier, die Frontstoßstange ist wieder ausgedengelt. Ja. Die Tür ist auch wieder einigermaßen gerade. Gut. Ja, kannst die Klimaanlage wieder ausmachen. Genau. Gut, gucken wir mal ein bisschen auf der Position 12. Richtig, oder? Hattest du das noch was anderes? Nee, vorhin hatten wir ganz kurz gesehen, MGR Motorsport zusammen mit hatten wir es mit GT1.de, nämlich Feester gegen Keller. Mhm. Ja, die behaken sich jetzt auch schon seit längerem. Hier geht es um Position 3 in der Klasse. Aber da kann man durchaus also ein bisschen Abstand dazwischen. Ja, in der Klasse geht es auch direkt weiter, nämlich direkt die Position dahinter. Alexander Beer muss jetzt hier gerade den Moritz Kaltwasser ziehen lassen. Piranha Sim Racing gegen MRS Virtual Racing. Also hier ist überall auf der Strecke irgendwas los. Patrick Müller hat sich wieder vorgearbeitet auf die Position 20 mittlerweile. Der Max Stötzel fällt zurück. Ah, der ist in der Box. Ja. Unfall. Auch er ist ausgeschieden. Richtig. Oh, war ja. Oha, das ist der Schubert Z4. Oh, der hat sich aber ganz, ganz, ganz böse zerlegt. Sehe ich gerade. Mhm. Ja. So, zur Abwechslung zeigt man auch nochmal den Gesamtführenden. Hat zwar nicht verdient, aber mein Gott. Wir sind ja auch wirklich freundlich gesonnen gegenüber Randgruppen. Also von daher. Ach, auweia. Der Max hat einen kaputten Vorderreifen gehabt, so wie das hier aussieht. Auf der Döttinger Höhe. Moment, ich gucke mir das jetzt gerade hier an. Auf jeden Fall war er wahnsinnig langsam. Und wird angeschoben von Michael Fayer, der gar keine andere Chance dazu hatte, weil der Max nämlich quer über die gesamte Strecke fuhr. Mhm. Ich mache das jetzt sehr einfach so radiotechnisch. Ja, der Michael Fayer kann da nichts dafür, schiebt ihn unabsichtlich in die Mauer. Der Max stößt dann quasi in die Mauer rein,
verliert dabei sogar noch ein Vorderrad, nämlich das, was platt war, eigentlich schon. Ja, und versucht dann alles, um aus dem Grün rauszukommen, stellt irgendwann fest, es wird nichts mehr, ich komme hier nicht mehr vom Fleck. Ich muss da vorne auch noch den Berg hoch. Mhm. Und hat dann das Auto einfach abgestellt. Ja. Ja, jetzt geht's hier richtig rund, sehe ich gerade, höre ich gerade. Der Grumpelt, der Steve Grumpelt ist auch noch abgeflogen. Jo, da fliegt er noch. Ja. Fliegt nicht ab, aber Das ist jetzt schon das zweite Mal oder die ja. Folge. Das wäre jetzt natürlich nochmal bitter, wenn der jetzt aufgeben müsste. Die haben beim letzten Rennen schon diesen Spaß gehabt, aufgeben zu müssen. Jetzt steht er entgegen der Fahrtrichtung. Auch das ist wieder ganz am Anfang der Strecke. Jetzt kann er nur hoffen. Ja gut, er hat jetzt viel, viel Platz. Der nächste, der da kommt, das ist Steffens, der ist noch richtig, ja, das ist noch gut hin. Er geht aufs Nummer Sicherheits. Ja, jetzt kommt Steffens hinten um die Ecke. Ja, jetzt kommt er tatsächlich, aber oh, jetzt fährt er los. Da habe ich es auch qualmen sehen. Mhm. Ja, aber das scheint okay zu sein. Okay. Gut. Fahren kann er noch. Ja, auch hier, oh, der Motor raucht schon. Ich weiß nicht, ob das Motor oder ist ein Reifen. Ja, ich glaube, das war eher der Reifen. Ja, ja, das war so ein bisschen. Gut. Jetzt fordert hier quasi, jetzt haben wir noch nicht mal 40 Minuten und zwei Unfälle mit Folge, dass die Fahrer jeweils aufgeben müssen. Jetzt haben wir gerade noch über das Team Schubert geredet. Richtig. Und da ist es auch nicht mehr. Es sah auf jeden Fall sehr kurios aus, was der Max da gemacht hat. Also entweder war wirklich was am Fahrzeug kaputt, weil das so langsam war. Und der Michael Feier konnte da aber sowas gar nichts dazu. Er ist einfach vors Auto gefahren und er musste dann in die Mauer drücken. Feier kann weiterfahren. Stützel leider nicht. So, jetzt sehen wir wiederholt ein Green Flashes Fahrzeug, nur mit einem anderen Fahrer. Auf dem Weg in die Box, langsamer Art und Weise. Also das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ja. Weil, wie gesagt, aber jeder, der sich zu einer solchen Rennserie, die ausschließlich auf der Nordschleife, oder jeder, der sich zu einem Nordschleifenrennen anmeldet, weiß das. Das hat nichts mit fahrerischen Qualitäten zu tun. Die Strecke ist so kreuzgefährlich, passiert in der Realität auch hier permanent irgendwas. Also von daher, ihr werdet wird nicht der kleinste Fehler verziehen. Also das Leitplanken sind sowas von Wicht. Ja. Jeder Ausrutscher auch meistens ein Einschlag und dann ja halt weh. Erik, hi. Driften so ein klein wenig im Karussell, das ist natürlich auch mal nett anzusehen. Das muss auch nicht unbedingt gut ausgehen. Nee, weiß Gott nicht. Ups, da sagt mir jemand, er hat mir was geschrieben, der Thomas Müller. Ach, Meier, Entschuldigung. Ah, okay. Ja, der Thomas Meyer schreibt mir jetzt, dass sie, also zu der Rennserie, die du da, also zu Sim Racing Deutschland, sie haben auch die Daten von Dunlop bekommen, um nicht nur das Fahrwerk und Aerodynamik nachzustellen, sondern auch die Reifen. Ja. Und man versucht jetzt bei einem Besuch den Z4 zu vermessen, um jedes Detail einzubinden, was möglich ist seitens R-Faktor. Und die Serie nennt sich dann nächstes Jahr DGTM und gab es wohl schon mal in 2013, jetzt halt mit neuer Physik. Ja, genau. So, dann haben wir das, glaube ich, so vernünftig
Ja, die Spaßmacherklasse schlechthin heute. Ja, für mich ganz klar die Klasse 4. Jetzt ist nämlich der Dirk Vogel endlich mal in Führung. Und der Marcel Petzkofer an zweiter Stelle. Also hier geht's permanent hin und her. Richtig. Manchmal in normalen Rennen gar nicht, hier ist sowas. Ja, und die beiden sind halt immer noch ganz eng beieinander. Das heißt, es geht hier tatsächlich um die Führung in der Klasse. Ganz genau. Und sowas wünscht man sich natürlich dann so in der letzten Runde. Das wäre ideal, ja. Wir hatten ja letztes Jahr auf SimRacing.org in der Multileague das erste Rennen ist dort immer 24 Stunden Spa. Also das werden ja ausschließlich 12 und 24 Stunden Rennen gefahren. Mhm. Und da gab es tatsächlich zwischen einem italienischen und einem deutschen Team den Battle um den Gesamtsieg. Also es ist auch eine GT3-Serie. Und der sich in der letzten Runde entschieden hat, und zwar in der Eingangs der Blanchiment. Das heißt, der bis dahin Führende hat seine Führung, ja, ich weiß nicht wie viel, 600 Meter vor Start oder knapp einen Kilometer vor Start und Ziel verloren. Nach 24 Stunden. Und, Wahnsinn. Ja, also ja, das war wirklich, ja. Ja, wenn man sowas dann zeigt, dann braucht man auch um den zweiten Platz nicht drauf. Ja. Ist keine Frage, also hat auch der Zweitplatzierte dann so gesehen. Natürlich hat es ein bisschen gewurmt, aber... Ja, klar, logisch. Ne? Aber da war man als Organisator fast versucht zu sagen, okay, beide bekommen die Punkte für den ersten Platz und beide werden auf ein Treppchen gestellt, weil was willst du nach 24 Stunden zu einem Zweitplatzierten sagen, der mit 3,6 Zehnteln hinter oder 0,36 Sekunden hinter dem Führenden ins Ziel gefahren ist. So, ist der nächste? Wir sehen gerade, dass das Standard Osterlein ausgeschieden ist. Ja. Auch hier wieder die Info, Aufhängungsschaden. Also, Sind es diesmal die Grip-Werte? Weil so viele Ausfälle hatten wir doch letztes Mal überhaupt nicht. Sind die Grip-Werte hier so gefährlich? Glaubt man, nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Die Grip-Werte hier auf dieser Strecke sind besser als auf der Nebelstrecke. Ja, das meinte ich, ob die vielleicht einfach jetzt zu unvorsichtig sind, weil sie glauben, weil vielleicht mehr Grip erwartet wird. Ich meine, die haben ja sicherlich auch trainiert, das heißt, eigentlich sollten sie wissen, wie die Strecke funktioniert, aber kannst du mir nicht erklären. Warum. Also, ich versuch alles aufzuklären. Wie gesagt, den Zwischenfall Max Stötzl konnte ich auch aufklären. Jetzt gucke ich mir jetzt gerade noch das für den Standard Osterdal an. Ja, wir machen mal derweilen, solange der Micha sich das anguckt, mal immer die Top 3 der Klassen. Also Kevin Maas führt nach wie vor in der Klasse 1 vor Benno Hülft und Lars Gruber. Dann sollte sein, wenn ich das jetzt richtig sehe, was macht denn der Jörg Lang? Der fährt doch Klasse 3. Der fährt auf Gesamtplatz. Ja, das ist... Der fährt auf Gesamtplatz 9. Gut, jetzt klärst du erstmal die Situation auf. Ich muss mich erstmal hier durch die Klassen fummeln. Ja. Also. Erst. Der Standard Osterdal. Das war ein Frontaleinschlag in die Leitplanke, nachdem er auch von der Wiese, also auf der Wiese quasi war und das, die Kontrolle übers Heck verloren hat, ist er frontal eingeschlagen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum er dann aufgegeben hat. Der Motor lief noch, Räder waren noch dran, also man hätte durchaus versuchen können, nochmal die Box aufzusuchen. Warum er jetzt dann rausgegangen ist, weiß ich nicht. Mhm. Also es war ein Unfall, definitiv. Jetzt kriege ich die Meldung, dass der Herr Gödicke No Limit Motorsport ja, in der Box einen Motorschaden hatte. Ach nein. Leute, was macht ihr denn? Ja, das geht bei den Klasse 3 Auto, wenn man nicht aufpasst, geht das relativ fix. Also es ist eigentlich lange kein Problem. Die Motoren sind ausgelegt für 33 Stunden. Mhm.
Ja, ein Verschalter reicht aber dann meist doch schon aus. Ja gut, das hat man aber bei fast allen Mods und das Robert Goethege, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ich den kenne, also das ist ja nur, ich meine gut, es kann natürlich passieren, dass er wirklich in einer hektischen Situation irgendeinen Fehler gemacht hat beim Schalten, aber erstaunt mich schon ein bisschen. So, na gut, nichtsdestotrotz, er ist da raus. Ja. Also es ist wirklich interessant. So, jetzt sag mir nochmal ganz schnell, der 996, gehört der jetzt zur Klasse 1 oder 2? Wer? Der 996, Herr Porsche. Der gehört zur Klasse 2. Der gehört zur Klasse 2. Dann sollte das eigentlich der Jens Hase der Führende sein, ist das richtig? Weil der 997 ist ja Klasse 1, oder nicht? Das nee, ist auch Klasse 2. Momentan Führender ist der Andreas Schröder auf Platz 4. Ja, tatsächlich. Beim No-Limit-Wagen von Robert Goethege ist tatsächlich der Motor explodiert. An einer Stelle, wo man tunlichst nicht auf dem Gas bleiben sollte mit diesem Auto. Okay. Ja, ein kleiner Sprunghügel draufgeblieben und direkt nach dem Sprunghügel hat man schon gehört. Fahrzeug. Boah. Das ist aber schon sehr empfindlich, muss ich sagen. Also. Weiß nicht, was er gemacht hat. Vielleicht hat er auch einfach nur an der Stelle zu schnell runtergeschaltet. Weil ja. Ich weiß jetzt leider, auch wenn ich noch so ein Fan bin von der VLN, genau an dieser Stelle versagt jetzt meine Streckenkenntnis und ich kann es nicht benennen. Ich kann da nochmal schnell nachgucken. Wir haben hier ja, so ein Fan. Ja, kein Problem. Carsten Schulz, der mir das extra nochmal wegen meiner Unfähigkeit aufgemalt hat. Also, dann haben wir den Andreas Schröder auf der Gesamtposition 4. Dann erklärt sich das auch natürlich ein bisschen als Führenden der Klasse 2. Und Jörg Lang führt die Klasse 3 an. Also definitiv, dem ist so. Und Marcel Penzkofer ist wieder Führender der Klasse 4, sehe ich das richtig? Jörg Langen, hast du völlig recht, ja. Ja. Der ist auf Platz 9, die Klasse 3 an. Und die Klasse 4 führt momentan Penzkofer, ganz genau. Ja, ja, großartig. Also auch da, ja, und Dirk Vogel ist mittlerweile 5 Sekunden zurück. Ich gehe mal auch von einem kleinen Fahrfehler aus, weil die ja die waren ja noch bis eben, also bis vor ein paar Minuten noch dicht beieinander. Also gehe ich mal davon aus, dass Penzkofer jetzt nicht irgendwo noch, keine Ahnung, 20 PS gefunden hat, sondern da wird wohl der Dirk Vogel einen kleinen Fehler gemacht haben. Und somit Penzkofer jetzt erstmal wieder ein bisschen unbehelligt unterwegs. Wenn man sich die letzte Runde anschaut, dann war es bei Vogel auch so, dass er 6 Sekunden langsamer war als Penzkofer. Also könnte das schon ein Hinweis sein. Ich meine, die Bestlap ranzuziehen, das ist immer so eine Sache, weil auch da ist Vogel insgesamt 3 Sekunden langsamer gewesen. Aber das kann man, glaube ich, nicht wirklich werten. Wir haben es ja gesehen, dass die direkt beieinander fuhren. Also wir haben den Robert Goethege hier übrigens im Warteraum, Stream. Ah, ja, wunderbar. Soll ich mal reinziehen? Unseren Herrn Motorschaden. Na klar. Guten Abend, Herr Herr Goethege. Ja, genau. Mensch, Robert, was schreibst du da für einen Quatsch? Das wüsste ich auch selber ganz gerne, was da eben passiert ist. Ich habe keine Ahnung, warum.
Hast du geschaltet? Also in dem Moment, wo du da in der Luft warst? Oder? Ja, aber das habe ich bislang eigentlich in jeder Runde immer so gemacht. Und ich habe auch XD-Tool drauf, um die hier Motorhaltbarkeit zu sehen. Bis dahin nicht 1% verloren. Und dann Ratsch, bumm, sofort Motorschaden. Also ich war ganz perplex in dem Moment. Ich wusste damit überhaupt nichts anzufangen. Ja, das ist natürlich gut. Man könnte jetzt versuchen, dich zu trösten, indem man sagt, sei froh, dass es so früh passiert ist. aber das ist natürlich trotzdem wirklich immer, gerade wenn es noch sowas ist mit Fahrerwechsel und sowas. Für den Christian tut mir das extrem noch leid. Christian Wege wollte noch fahren. Klar. Super. Naja, vor allem, ihr habt ja sicherlich auch trainiert und ich meine, es geht um eine Meisterschaft. Natürlich ist das ärgerlich. Das war jetzt so der klägliche Versuch, irgendwie die Situation etwas entspannter zu gestalten. Aber gut, da gibt es nicht viel. Ich meine, Fehler analysieren braucht man da auch nicht. Hat es einfach bumm gemacht. So, was bedeutet das jetzt für euch jetzt für die Meisterschaft? Das ist natürlich jetzt ein herber Rückschlag, oder? Ja, sicherlich. Aber ich weiß nicht, gibt es noch Streichergebnisse? Gibt es sowas? Ich weiß es gar nicht. Nee, ne? Ja, das gibt's ja auch. Ich finde es sehr interessant, die Kameraden hier informieren. Ne? Ja, das ist immer so. Du, Micha, also ich weiß es nicht, wie lange du organisierst, aber mehr das ist meine erste. Mehr als 4 Zeilen Text innerhalb auf einer Seite werden grundsätzlich nicht gelesen. Also da brauchst du dir überhaupt gar keine Gedanken machen. Ja, da gibt es auch keine Ausnahmen. Also von daher. Okay. Ja, nee, ist Spaß. Also die Streichergebnisse gibt es noch, Robert. Damit wäre das euer erstes. Dann kriege ich auf jeden Fall hoffentlich nicht ganz so viele Schläge vom Teamchef. Ja gut, ich sag mal so. Ich habe es ja vorhin schon, als es passiert ist, gesagt. Ich meine, du bist ja nur kein Rookie. Also, dass dir das sowas passiert oder dass du, weiß ich nicht, das Auto so geprügelt hast, dass du dich ein paar Mal verschaltet hast oder wie auch immer. Das ist eher nicht zu erwarten. Also von daher... Natürlich. Nö, wie gesagt. Also es ist generell ein bisschen seltsam mit den Autos. Das habe ich zum Beispiel in der Quali jetzt zum Beispiel gesehen. Also ich bin ja eine gezeitete Runde jetzt ohne Kurzanbindung nur gefahren. Ne? Das war diese, 8 Minuten 45, 6, irgendwie sowas um den Dreh. Dann habe ich schon gesagt zum Micha und zum Christian, hier, wenn es euch recht ist, ich bleib jetzt drin, weil ich werde eh nicht schneller. Dann boddere ich mich jetzt nur komplett ab in der Quali und das hat keinen Wert, weil warum soll ich mich dann nochmal abknallen vor dem Rennen, wenn es dann eh nicht schneller geht? Mhm. Dann ist halt der Herr Lang, der Jörg, der ist dann aber 123.000stel dann nur schneller gewesen. Mhm. Das war dann wirklich nur noch so ein Mühe. Dann habe ich gesagt, ja komm, probierst es jetzt doch nochmal. Mhm. Und wir hatten beim Training schon immer nur geguckt, wenn du jetzt schaltest, geht das Auto ja nicht automatisch vom Gas, sondern musst selber den Fuß von dem Pedal heben. So haben wir es bisher eigentlich immer gemacht. Habe ich nur mal aus Jux und Dollerei gefragt, aber wie machen das eigentlich die anderen? Gehen die vom Gas runter? Wir haben kurz geguckt. Einer war drauf als Zuschauer und hat gesagt, nö, eigentlich nicht, bleiben voll drauf. Und dann habe ich das nochmal probiert, in der zweiten gezeiteten Runde dann nochmal, wo ich dann nochmal raus war. Und da kam dann die 44.1 bei raus. Also das bringt schon einen Haufen Zeit, aber du knallst halt wirklich jedes Mal volle Pulle in den Begrenzer. Ich hatte halt immer mal geguckt, ob das jetzt was macht, aber der Motor, der muckst sich gar nicht in dem Moment beim Hochschalten. Und jetzt auch deswegen, auch im Rennen jetzt bis dahin nichts gehabt. War eigentlich alles wunderbar. Und dann Pflanzkarten 1, die Sprungkuppe, bam, Feierabend, total schade. Ja, das ist natürlich blöd, aber gut. Vielleicht mal ein bisschen austesten während der nächsten Trainings und keine Ahnung. Oder das muss anscheinend an der Stelle schon öfters mal passiert sein, habe ich gehört jetzt, aber ob das jetzt mit der Stelle da zusammenhängt, ich habe keine Ahnung. Also bisher ist es mir auch, wie gesagt, noch nie passiert an der Stelle, beziehungsweise generell noch nie. Ja. Weil ich habe die Autos halt so im Kopf, als die sind eh unzerstörbar, was den Motor angeht. Ja. Ja, Mensch, nichtsdestotrotz, also gucken wir mal, was das mit euch wird in den nächsten Rennen. Wenn ihr das jetzt streichen könnt, dann ist es ja noch ein kleiner Trost. Und wenn es das einzige Nordschleifenrennen gewesen wäre, dann wäre es sicherlich dramatischer, aber es kommen ja noch ein paar. Also von daher, richtig.
muss man halt jetzt einfach nur den Abend abhaken und ja, und dann gucken, dass beim nächsten Mal wieder vernünftig läuft. Ja, Robert, super Sache. Und also nicht die, der Vorfall, sondern dass du hier warst. Super, weiter so. Was? Ja, ne? Und genau. Ja, also mal zu, dass du das nächste Mal ein bisschen besser hinkriegst, genau. Wenn wir probieren, auf jeden Fall. Ja, ja, dann ja. Grüße ans Team und mache ich. Und euch dann auch noch viel Spaß weiterhin. Ach, ja, den haben wir. Dankeschön. Haben wir, doch. Ja, vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Genau. Jetzt habe ich, jetzt bin ich, Entschuldigung, also ich bin es einfach nicht gewöhnt. Bei Interviews während der Rennsession bin ich normalerweise alleine. Deswegen, ja. Ja, normalerweise wäre jetzt anständig gewesen, dich zu fragen, ob du vielleicht auch noch eine Frage an den Robert hast. Also, sorry. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Du hast ja also, habe ich jetzt einfach, ich werde mir Mühe geben. Ach, was? Ja. Das ist schon in Ordnung. So, es gibt hier eine Überrundung, oder was? Ja. Ja, das ist eine Überrundung. Das ist der Benno Höft, Zweitplatzierte für das Handwerk. Für die Jungs freut es mich. Wie gesagt, ist das letzte Mal schon in der Einführungsrunde ausgeschieden. Ja. Jetzt liegen sie auf Rang 2 hier. Eine ordentliche Leistung von Fabio und von Benno. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir haben auch wieder gesehen, ich habe es vorhin mal einblenden lassen. Der Green Flashes SLS ist auch wieder unterwegs. War abgeschlagen weit hinten, aber zumindest auf Platz 5 in seiner Klasse. Und ein paar Teilen weniger. Hauptsache er fährt wieder, und weil noch mehr Ausfälle wären einfach schade. Ja. Aber wahrscheinlich werden sie wohl noch passieren, den einen oder anderen werden wir wohl noch haben. Aber gut, gucken wir uns das mal an. Warten wir es mal ab. Na, nach und gut einer Stunde oder fast einer Stunde haben wir jetzt ja eigentlich nur selbstverschuldete Ausfälle. Einmal Aufhängung, einmal ein Unfall, einmal ein Motor. Genau. Jetzt haben wir hier die beiden Brockmeier und Vogel. Genau. Beim Boxenstopp Brockmeier schon wieder. Der war vorhin schon mal. Jetzt ist er weg. Das heißt, das ist dann auch schon das zweite Mal für das Team, das beim Fahrerwechsel. Ja. Disconnect beim Fahrerwechsel, ja, was soll man dazu sagen? Da braucht man nichts zu sagen, weil das wird man eh nie wirklich ergründen, was da der Grund ist. Ja, wir haben jetzt. Würdest du nochmal bitte bei dir aktualisieren und auf der Position 25 kurz mal gucken? Ja, da fährt nämlich unser Firewall Racing BMW wieder. Mhm. Der war in der Garage und ist wieder auf die Strecke gefahren. Ja, das gibt's. Also ich könnte dir jetzt bestimmt eine halbe Stunde ohne Luft zu holen über Vorkommnisse in R-Faktor bei Langstreckenrennen mit Fahrerwechseln erzählen. Das ist auch genau der Grund, warum Rejoin-Plugin entwickelt wurde. Mhm. Und warum ich das dann auch einsetze. Also weil das ist einfach, wenn du ein 24-Stunden-Rennen mit 42 Autos startest und 38 kommen ins Ziel, ist das einfach mal geil. Ja, also das ist völlig korrekt. Und ja, wir sind da auch noch auf der Suche. Was ist da vorne los? Achso, also allgemeines Boxengewusel haben wir jetzt. Ja, jetzt ist hier richtig. Jetzt ist Alarm in der Box. Also wenn da Interesse besteht, das Plugin ist Open Source, das ist Freeware, kann jeder benutzen. Und man braucht halt eine Einweisung. Der Marcel Offermans, der das entwickelt hat, also ich habe nicht mitentwickelt, aber er ist zu mir damals. Alter Strohsack. Ja, aber er ist damals zu mir gekommen, da hatte der schon irgendwie 2 Jahre in der Schublade liegen und hat halt niemanden gefunden, der das machen wollte. Und durch meine 24-Stunden-Rennen seit 2007. Oh, sag mal, der hat aber auch ein Problem mit dem Auto, definitiv. Also, das ist nicht normal, wie er hier fährt. Nein, definitiv nicht. Ja, wie gesagt, und das ist mittlerweile, wir haben das dann in der Multileague 2012, 2013, dadurch gab es eigentlich die Multileague mit den GT3 Autos über ausschließlich 12 und 4 und zwar jetzt dürfte es dann aber auch wirklich gut sein. Ist das nochmal Brockmeier von Firewall, ne?
Also mir wird hier ein ganz komischer Name angezeigt. Ach nee, Correa Lima. Genau, ja. Ja. Er ist Brasilianer. Ja, okay. Dafür ist der Ping aber gut. Aber der sitzt nicht in Brasilien, oder? Ach, das wage ich zu bezweifeln. Ja. Ja, wie gesagt, und dieses Plugin wurde dann in der ersten Multileague entwickelt, weiterentwickelt, und wir haben mittlerweile so viele Features da drin, dass ziemlich alle, die da fahren, und bei Submersing.org ist es ja sehr international, dort also mittlerweile, es gibt kaum noch Kommunikationsprobleme, auch wenn wir dort Fahrer oder viele Fahrer haben, die weder Deutsch noch Englisch wirklich verstehen, und mittlerweile ist das sowas von selbsterklärend. Das Einzige ist halt, die Admins, die müssen halt eingewiesen werden, und es gibt noch keine wirkliche Dokumentation für den Admin-Bereich. Von daher ist das halt aber wie gesagt, es ist halt, man hat eine Scoring-Page, man braucht im Team einen Spotter, also es ist im Prinzip noch realer, als das bisher der Fall war, also zum realen Motorsporting gesehen. Und der Fahrer im Realen hat im Prinzip auch nur in Anführungsstrichen die Boxentafel beziehungsweise ein Teamradio. Und genauso ist das zu sehen. Es gibt halt, wie gesagt, die Scoring-Page. Dort werden alle Informationen über das Fahrzeug, über die anderen Fahrzeuge, über Runden, über Abstände, über sonst was, über Strafen und ja, wie gesagt, hinterlegt. Die sind dort abrufbar. Und bisher war es halt sehr, sehr mühsam, ein Fahrer auf die Strecke zu bringen, weil das ging nur per Admin-Chat. Man musste die Autos alle rauswinken, der erste blieb dann irgendwo stehen, die anderen ordneten sich dahinter ein, hatten dann die vorne waren. Also man musste im Prinzip jeden Einzelnen aus der Box, damit die Reihenfolge stimmte, die Quali-Reihenfolge stimmte. Und jetzt ist ein neues Feature entwickelt worden, es gibt eine separate Webseite, man muss natürlich auch gespottet werden, der wird genau angezeigt, weil man fährt ja im Practice, man hat ja nicht diese roten Linien, wo der Startplatz ist, das ist der Grund dafür. Und da wird genau angezeigt, da wird auf der Strecke festgelegt, bei welchem Meter das Auto, also Streckenmeter, das Auto zu stehen hat am Start. Und das ist mit einer entsprechenden Toleranz ausgestattet, und dann kriegen die genau angezeigt im Scoring, wenn sie richtig stehen, und können dann da stehen bleiben. Und wir haben jetzt beim letzten Mal Rennen, haben wir das erste Mal, 12 Stunden Laguna Seca war das, haben wir das erste Mal angewandt, dieses neue System, und es hat auf Anhieb geklappt, und wir haben für das gesamte Startprozedere mit drei Leuten, die vom Server gegangen sind, während der Start, wo wir das wiederholen mussten, haben wir ganze 10 Minuten gebraucht. Also es ist wirklich handelbar, das Ganze, und es ist insgesamt für die Fahrer, für die Teams eine deutliche Verbesserung. Und es gibt es halt auch schon für R-Faktor 2, und auch daran wird bei Race Department beziehungsweise über den Marcel Offermann, der leitet das dort, wird das dort jetzt weiterentwickelt, also immer mehr Features, immer bessere Features, grafisch anspruchsvoller, es gibt einen Track Viewer, es gibt alles mögliche dazu, vernünftiges Scoring, vernünftiges Timing, was auch wirklich stimmt, und also es ist wirklich sehr, sehr gut. Das hört sich auch gut an. Also, uns steht ja auch noch ein 24-Stunden-Rennen ins Haus. Oder mal ein 6-Stunden-Rennen nächstes Jahr noch. Ja. Und Okay. Das sind das durchaus Optionen, mit denen wir uns auch schon beschäftigt haben. Diese Version, wie du sie jetzt erzählt hast, zum Beispiel, kannten wir noch nicht. Mhm. Wir kennen noch das andere, wie es eben jetzt auch gerade bei Simracing Deutschland praktiziert wird. Ja, wir sind da schon offen auch für solche Sachen. Ja. Also diese, wir haben ja, also ich war ja der Erste, der 24-Stunden-Rennen veranstaltet hat. Das war in 2007. War eine Katastrophe. Ich habe tatsächlich einen Nervenzusammenbruch erlitten. Echt. Also nicht. Ich bin wirklich völlig weggekippt, als das vorbei war. Einfach weil von 34 Fahrzeugen ganze 6 ins Ziel gekommen sind. Und ich bin da halt auch relativ emotional oder überhaupt ein ziemlich emotionaler Typ, und das hat mich da wirklich zerrissen. Und in den Jahren danach haben wir halt sukzessive versucht, Lösungen zu finden. Und das ging über T-Cars.
Also wir haben dann 10 PCs mit, die in einem Rechenzentrum standen, als Zuschauer auf den Server eingeloggt. Nee, als Fahrzeuge auf den Server eingeloggt. Und wenn einer sein Fahrzeug verloren hat, dann konnte der zum Admin gehen und der hat sich dann per VNC dann auf diesen, in dieses Auto gesetzt und hat das Auto übergeben. Ja, das haben wir gemacht. Dann hat der Achim Ennenbach von SimSync Pro hat ein Tool entwickelt, mit dem man innerhalb von wenigen Minuten, eigentlich Sekunden, eine Rennsession wiederherstellen kann. Aber nur praktikabel, wenn du nicht mehr als 25, 30 Autos auf der Strecke hast. Wenn du 40 oder gar 50 Autos auf der Strecke hast, dauert das ewig, bis die Leute alle wieder am Server sind, bis die geschnallt haben, was sie jetzt zu tun haben. Dann fliegen sie beim Umschalten der Session wieder runter, dann musst du wieder zurückschalten. Und das ist bei kleineren Fahrerfeldern ist das durchaus eine Option, aber nicht für große Langstreckenrennen, wo sehr viele Teilnehmer sind. Und dann kam halt der Marcel Offermanns mit dem Plugin, das wurde erstmals Le Mans 2012 eingesetzt. Und da war es schon, obwohl es noch viele, viele Lücken hatte und viele Unklarheiten bestanden, sind trotzdem ganze 4 Fahrzeuge haben das Rennen aufgegeben, weil sie halt zu weit zurück waren. Die hätten zu Ende fahren können und somit ja, war das ein Riesenerfolg. Also es war wirklich ganz, ganz toll und auch eine ganz, ganz tolle Stimmung dann. Und mittlerweile ist es so perfekt, dass es fast schon, sag mal, Routine ist. So. Okay. Ja. Ja, hört sich gut an und wie gesagt, wir haben auch noch solche Events für uns, wo das mit Sicherheit nochmal interessant wird. Also wir können uns auch nochmal unterhalten. Ich würde da gerne Hilfe an, so sie angenommen wird, wenn da für eine Einweisung oder sonst dergleichen Dinge. Es ist Opala, der Herr Müller, Patrick Müller hier. Ups. Oh nein. Da können wir jetzt tatsächlich nochmal schauen, was da passiert ist. Aufhängungsschaden wird angezeigt. Ja. Sieht aber so aus, als ob er ist hier schon nicht wirklich schnell. Ja, oh, da war da schon vorher was. Ja, und da geht auch der Splitter verloren. Also, und dann an einer so frühen Stelle. Okay, gehen wir wieder live. Ja. Schade, ja, gesagt, das ist jetzt der zweite Ausfall für Core. Oh, also beide Autos. In beiden Rennen jetzt. In beiden Rennen, ja. Ja, okay. Ja, wer da Hilfe, also wer da diese so einen Workshop machen möchte, sagt mir einfach Bescheid irgendwie und dann können wir das mal installieren. So, ich wurde gerade gefragt, wann wir uns wieder aufs Rennen konzentrieren. Danke, Herr Gerzak. Ah, konzentrier du dich mal lieber auf deine lieben Teamkollegen. Genau. So, jetzt wieder ernst. Ja, in der Tat ist ein bisschen was passiert. Es gab wieder jede Menge Drive-Thru-Strafen wegen Boxenausfahrt, Linienüberfahren. Der Alexander Keller beispielsweise ist einer von den Kandidaten. Nein, wie sich dann sowas, dem Alex passiert sowas, dann bin ich völlig fertig, muss ich sofort den Harald anrufen. Jemanden, den es auch noch getroffen hat, war der Benno Höft. Vorhin haben wir ihn noch, beziehungsweise das Team hochgelobt, dass es für die eigentlich ganz gut läuft gerade. Die Jungs bekamen eine 1-Minuten Standzeitstrafe. Und zwar, weil, wo steht denn der Benno da? Er steht aber eigentlich nicht da, wo er stehen muss zum Boxen, zur Strafe. Aber nee, er muss ganz hinten stehen. Der hat einen Boxenstopp hier. Ach, der hat einen Boxenstopp. Auf jeden Fall bekam er die Strafe für. Muss ich ganz kurz nochmal nachlesen. Weil er wohl nicht derjenige war, der die Quali gefahren ist. Mhm. Ja. Ben Höft, ja. Quali-Fahrer, nicht Startfahrer. So. Ah, okay. Also der Qualifahrer muss auch der Startfahrer sein. Ja. Okay. So, damit haben wir das Phänomen, dass das beste Klasse 1 Auto nicht führt, sondern auf Platz 3 kommt. Genau. Weil das Michael Feier
Meines, ja, Michael Feier war nämlich zusammen mit Jimmy Kahn, der auf Platz 2 liegt, die waren beide noch nicht an der Box. Genau. Das hat jetzt nur mit dem Boxenstopp zu tun, also es ist jetzt nicht fahrerisch passiert, Nein. Aber trotzdem ist es nett zu sehen. Ja, und auch die Zeiten sprechen eine deutliche Sprache. Also wenn die Jungs an der Box waren, werden sie definitiv wieder hinter dem Kevin sich einreihen. Ja, aber der, was war, der Lars Kober war auch in der Box, oder? Weil der hat die letzte Runde. Lars Kober war bereits auch. Ja, weil der hat 11 Minuten 17. Das war seine Boxenrunde. Das ist die Boxenrunde, ne? Genau. Genau. So, der Benno steht immer noch an der Box. Nee, doch. Genau, der steht schon 2 Minuten 18. Jetzt müsste dann losfahren. Ja. Ja. Genau. Das ist eine normale Zeit. War das ein normaler Boxenstopp, ganz okay. Genau. So, und jetzt bitte nicht die Linie überfahren, dann ist auch wieder gut. Ja. Ja, und schon. Auch. Hm? Ja, vorhin war er auf Platz 2, wie gesagt. Jetzt ist durch den zusätzlichen Boxenstopp oder beziehungsweise durch die Stop-and-Go-Strafe ist ihm jetzt der Lars Kober quasi enteilt. Richtig. Und wenn wir jetzt mal so schauen. Lars Kober ist jetzt im Hatzenbach-Geschlängel und ja. Der Benno fängt gerade die Schleife an. Beziehungsweise, ja, ist da an der Kehre. Eine Minute. Ja, so eine Minute 10, eine Minute 15 hat er Rückstand. Dass ich jetzt richtig zusammengerechnet habe. Ja, so ist das. Genau, Andreas Dahl, Gesamt 9. So, was ist mit Patrick Fester? Aber der wird repariert. Ja, genau. Ja. Ja. Eine normale Boxenstunde hier. Ja, genau. Wenn der reparieren muss, ich denke, da dreht dann der Herr Gerzer komplett durch. Ja. So, für Super Sick Racing in der Klasse 4, ich will das bloß mal erwähnen, weil das Team liegt mir ein bisschen am Herzen, fährt jetzt nicht mehr der Marc Herzig, der hat übergeben an den Herbert Bigmeier auf der 23. Position. Da haben wir ihn, genau. Was haben wir sonst noch für Fahrerwechsel? Ja, der Dirk Vogel hat übergeben an den Danny Weller. Der Dirk Vogel hat sich vorhin mit Marcel Penzkofer in der Klasse 4 entsprechend ganz voll behakt. Auf Marcel Penzkofer können wir heute noch gespannt sein. Der Mann fährt nämlich, soweit ich das weiß, alleine. Das war die komplette Saison. Also das 3-Stunden-Rennen, wie die 4-Stunden-Rennen und das 6-Stunden-Rennen. Das wird ein sportlicher Ansatz, aber er hat schon mal gezeigt, dass es geht. Dass er es kann. Ja. Bin gespannt. Ja, da ist der Green Flash ist im Bild. Ja, ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil mal so schauen, was da eigentlich passiert. So, jetzt ist hier auf den Positionen. Ah, okay, das sind Boxenstops. Okay, ich habe mich jetzt nur gewundert, warum sie drei Autos jetzt die Position gewechselt haben. Also dann natürlich aufgrund der Boxenstops. So, und dann haben wir den Alex Keller, den Bösewicht, der die Boxenausfahrtslinie missachtet. So, jetzt muss der Michael Feier irgendwann mal irgendwie einen Bock drin gehabt haben. Oder stimmt einfach nur jetzt mein Timing nicht mehr? Nee, ist richtig, der ist auf 2. Der Jimmy Kahn ist vorne, ne? Ja. Richtig. Ah ja. Oh, jetzt sind wir hier verkehrt rum. Genau, jetzt sehen wir hier die Herrschaften aus der Box kommen. So, und so ich das hier sehe, dürfte unser Freund
Aha. Der aber Brasilianer mit Schaden. Genau. Ja, also ich meine, gut, dass das Auto nach. Aber ich habe da jetzt noch. Ich habe jetzt noch was ganz Interessantes durchhuschen sehen, nämlich den den Andreas Schröder und den Florian Plenker. Die sind gerade hier beim Überrunden von dem Kameraden gewesen. Mhm. Und meines Wissens hat Plenker schon einen Boxenstopp und Schröder finden sich beide in derselben Runde und Plenker kann offensichtlich an Schröder dranbleiben. Was mich doch sehr erstaunt, war das doch zu Rennbeginn beim Herrn Plenker relativ auf Vorsicht gepolt, das Ganze hier. Also sprich etwas langsamer unterwegs. Naja, gut, also. Da hat er ordentlich aufgeholt. So, Lars Kober jetzt wieder vorbei an Micha Fayer. Ja. Micha fährt jetzt auch in die Box. Genau. Denke mal, nee, hier geht's zur Sache. Wenn das auch nicht die gleiche Klasse ist. Ah, es war doch ein Timing-Fehler. Fayer ist immer noch vor Kahn. Ja. Ja, dann ist es aber tatsächlich, dann liegt es tatsächlich hier. Es wurde bei mir auch so angezeigt. Okay. Und wir haben es aber auch im R-Faktor so gehabt. Ich hatte Kahn auf 1. Ja, ich habe ja jetzt mittlerweile 3 zur Verfügung und auf allen 3 stand derselbe. Einmal im Monitor, einmal hier im Stream und einmal im R-Faktor selbst. Mhm. Ja, Kahn geht ebenfalls in die Box. Also die führenden Klasse 2 Autos sind beide in der Box. Genau. Kahn steht jetzt hier an und jetzt gucken wir mal ganz schnell. So, Fayer, der steht schon 39 Sekunden. Also, genau. Dann ist Fayer ist ein bisschen früher eingetroffen. Ja. Ja, da sind tatsächlich 30 Sekunden dazwischen, ja. Du, Kraftgraf fährt gerade wieder aus der Box, den wir jetzt gerade noch schön gedrillt mit Hand. Und Maas übernimmt in diesem Moment wieder die Führung. Führende der Klasse 4 ist ebenfalls in der Box, nämlich der Marcel Penzkofer. So, dann wäre es jetzt so, dass der. Dass der Danny Weller jetzt dann aufholen müsste. Ja. Und beide wieder zusammen geführt werden. Denn der Danny, der war schon in der Box, beziehungsweise der Dirk Vogel, sein Vorgänger. Wird jetzt nochmal eine interessante das Sache, ganz ob, das Duell, dann bis zum Schluss auch so weitergeführt wird. So wünschen wir es uns. Ja, genau. So wollen wir das sehen. Also es wird eine verdammt enge Kiste hier. Ja, Marcel steht also mindestens noch 10 Sekunden. Ja, er kommt jetzt hier raus. Der Danny kommt jetzt auf die Startziel. Marcel steht noch. Müsste aber jetzt losfahren. In diesem Moment müsste er dann losfahren. Pflichtzeit ist dann abgelaufen. So, jetzt, ja. Naja, gut, jetzt ist aber, ja, Weller geht jetzt hier jetzt vorbei. Ja, jetzt ist der Danny vorbei, ja. Ja, da hat der Danny ordentlich angegast, wie man das dann so schön sagt. Mhm. Und ich stehe nochmal sagen, übrigens. Weil die Jungs das dann hier in der Live-Übertragung 24-Stunden-Rennen auch immer sagen. Ah, es ist wieder der Zeitpunkt eingetreten, an dem Kevin Maas wieder ein leichtes Auto auf der Hinterachse hat. Ich spiele immer ab und zu ein bisschen gerne Radio nebenher. Mir gibt es ja 1000 Sachen auf der Strecke zum Beobachten. Ja. Aber er hat es letzte Mal im Interview ja schon gesagt, im zweiten Stint wird sein Auto immer ganz komisch. Mhm. Und ich konnte das gerade auf einem parallelen Monitor beobachten, wie das gerade wieder dieser Effekt eintritt. Der Robin Fandre schreibt mir, der Vincius, also das ist dieser Kollege aus Brasilien, sitzt natürlich nicht in Brasilien, sondern in der Nähe des Nürburgrings. Ja, wir haben auch das direkt so vermutet, weil Brasilien... Ja, sonst wäre ja nicht im Bild, ne? Davon mal ab, aber...
ein Brasilianer mit einem Ping von 83 auf dem deutschen Server, das wäre schon eine kleine Sensation. Ja. Ja. Der sieht aber aus, als wenn er jetzt gleich wieder an die Box fährt, sein Kamerad Vinzenz, ja. Vinzius Correa Lima. Das ist jetzt mal richtig auszudrücken. Ja. Er ist auf jeden Fall wieder in langsamer Fahrt unterwegs. Das sieht aus wie Reifenschaden. Ja, ist das überhaupt? War der überhaupt schon in der Box? Oder? Ja, ja, der hat das Fahrzeug übernommen von Tim Brockmeier. Ja, ja, aber wir haben ihn ja schon gesehen, wie er mit, wie er die Karre geschrottet hat. Dann haben wir ihn kurz drauf gesehen, wie er in langsamer Fahrt unterwegs war. Und das war noch ziemlich am Anfang der Runde. Also, das könnte also ich. Wenn ich mich an das letzte Rennen erinnere, dann weiß man das bei Firewall Racing nie so genau, ob die gerne die Box überhaupt aufsuchen wollen. Das letzte Mal sind sie ohne Rad losgefahren. Ich musste da nochmal dann separat anhalten, dass man sich doch bitte Neues holt oder aufhört zu fahren. Denn auch ohne Rad über die Nordschleife ist günstig. Aber das hatten sie selber schon gemerkt. Das ist nur etwas abenteuerlich. Okay. Ja, gut, gleich. Diese Blüten hier, diese Histörchen, die da, das ist glaube ich wie in der Realität, also hier passieren Dinge. Kleine Anekdoten, das ist auch gar nicht böse gemeint. Ja, ja, jetzt sucht er die Box auf, also er fährt auf jeden Fall nicht mehr auf der Strecke. Ist jetzt schon in der Zufahrt. Ja, wen wir auch heute noch ganz wenig im Bild hatten, meiner Meinung nach ist der Edgar Steffens. Richtig. Bei hier eine wunderschöne Lackierung. Ja. Oh, war, ach, da hast du ihn. Ja, wunderbar. Sehr heldenhaften Zeichentrickfigur. Wie heißt der nochmal? Scratch? Aus Ice Age? Ach, das sieht man so hervorragend. Fährt das ganze Rennen, also gefühlt das ganze Rennen schon ohne Stoßstange in der Gegend herum. Ja. Und hält sich wacker auf dem letzten Platz. Ja, er kann natürlich, ja, da hat man halt direkt verloren, wenn man von Anfang an mit einem demolierten Auto in so einer Klasse fährt, wo Typen fahren wie Weller, Vogel, Penzkofer, Bräutigam, Bigmeier. Da kann man dann eigentlich nur noch verlieren. Ja gut, ich weiß es. Ich weiß es halt nur von anderen Mods. Wenn der Splitter noch dran ist, dann ist kaum eine Rolle. Da verliert man ein bisschen Topspeed und dann war es das eigentlich. Vom Handling her macht es kaum einen Unterschied. Und anscheinend ist der ja auch noch, obwohl ich mir nicht so hundertprozentig sicher bin, ob das Fahrzeug nicht nur grafisch beschädigt ist. Nee, das also, ist schon richtig beschädigt, denke ich. Ja. Deine Rundenzeiten sind auch entsprechend eindeutig. Ja, nicht schlecht. Ja, er fährt circa 10 Sekunden langsamer als die Jungs vor ihm. So, jetzt hat der Vinicius Correa Lima dann doch das Rennen aufgegeben. Leider. So, ich würde dich mal bitten, den Krumpelt, der wartet nämlich hier auf ein Interview, der ist in unserem Warteraum. Sicher. Dass du ihn mal dir auch gleich zur Brust nimmst, weil das bietet mir Gelegenheit, mal kurz das Mikrofon beiseite zu legen. Ja, mach das. Ja, Steve, herzlich willkommen. Ja, hallo. Ja. Ja, die ganze Woche verhöhne ich den Felix schon, ja. Und du tust es ihm quasi gleich. Relativ früher Abflug mit einer langen Boxenanfahrt. Ähnlich lang wie der Felix, aber du hast es ein bisschen besser gemanagt. Naja, erzähl mal kurz was. Ja. Also bitte, erzähl einfach mal was. Ja, also, ja, kurz gesagt, war natürlich eigentlich ein ganz guter Start für uns. Was ein bisschen schiefgelaufen ist, ich bin ja eigentlich auf Position 4 gewesen in der Quali. Und dadurch, dass ich auch auf den Server musste, also ohne den Grund, war es dann Position 11. Musste ich halt mich ein bisschen durchspülen, ging aber ganz gut. Waren dann wirklich eigentlich zwei perfekte Runden in den ersten beiden. War auch, hab mich eigentlich auch ziemlich konzentriert gefühlt. Tja, dann die vierte Runde, ja. Eine kleine Unachtsamkeit im Hatzenbach, dieser kleine Körper, der einen immer nach rechts ziehen möchte. Kein Platz, um mal geradeaus zu fahren. Und dann bin ich halt genau in die Leitplanke reingekracht. Und dann war es schon geschehen. Ja.
Aber ich sag mal so, mein Ziel erreicht, ich bin schon mal 2 Runden mehr gefahren als zu fehlt. Und ich denke, ich komme heute an. Ja, das wäre zu wünschen. Ja. Ja, ich war auch voll des Lobes über dich und habe mich auch wirklich ehrlich gefreut, dass es für euch ein bisschen besser gelaufen ist. Und dann musste ich dann mit Erschrecken feststellen, dass ihr eben schon wieder neben der Bahn seid. Aber also zum Glück, wie gesagt, habt ihr es geschafft. Ja. Die Nordschleife halt, ne? Da muss man ja, ist tricky. Da kannst du dich vorbereiten, wie du willst. Das ist wirklich, ich war ja nicht mal richtig auf dem Körper drauf und da hat es mich so reingezogen. Und so schnell kannst du da nicht reagieren. Und das Gemeine ist halt, du bist halt fokussiert, weil du immer mehr Zehntel auf deinen Vordermann abgräbst und immer näher kommst. Und dann machst du halt leider solche kleinen Fehler. Das war halt, naja. Ja. Naja. Aber wie gesagt, erstmal muss ich sagen, einfach nur geile Sei. Ja, das ist gut. Das ist dir gefällt. Ja. Ihr befindet euch jetzt auf Platz 14. Gleich mal ins Bild holen, das Fahrzeug. Auf Platz 14, insgesamt Vierter in der Klasse. Naja, was meinst du, geht da heute noch was nach vorne? Naja, der Felix ist gerade sehr schnell unterwegs, trotz der Front. Der fährt jetzt 8.30er Zeiten, das ist sehr schnell. Der ist auch hochmodelliert. Das ist deutlich schnell, ja. Und ja, mal sehen, also der, ich denke, der findet jetzt auch gerade auch einen Rhythmus rein, macht jetzt auch keinen nervösen Eindruck oder so. Aha. Deswegen quatsche ich dir jetzt im Tiefstieg auch nicht voll. Das ist vielleicht auch ganz gut so, ja. Naja, und mal sehen. Also wir machen auf jeden Fall noch einen Wechsel dann, wenn er seinen Sprit ausgefahren hat. Und gucken wir mal. Wie gesagt, Ziel ist jetzt, vielleicht können wir den vierten Platz halten, das wäre schon mal ganz gut. Ziel ist auf jeden Fall durchkommen. Das wäre gut. Gut, na, dann wünsche ich euch alles Gute jetzt im weiteren Verlauf des Rennens. Ja, ich drücke euch die Daumen. Alles klar. Dass ihr auf jeden Fall gut ankommt. Ja. Und pass auf den Felix auf. Ja. Von mir auch, Danke. Also mach's gut, schönen Stream noch, ne? Ja, ciao. Danke. Tschüss. So, naja, gut. Gucken wir nochmal so ein bisschen. Kevin Maas führt, keine Frage, die Klasse 1 an und natürlich auch die Gesamtwertung. Muss ich mal ganz blöd fragen, der Lars Koba. Ja. Der fährt jetzt. Oh, ach, da war mal falsch, Entschuldigung. Nee, genau. Der Lars Koba ist ein Klasse 1 Auto? Ja, genau. Das werde ich mir wohl dann ab jetzt auch merken. So, dann haben wir hier Motorsport for All, führt hier momentan die Klasse 2 an. Und hier hinten ist hier gerade mal was los. Und zwar ist der Micha Fahrer in die Box gegangen. Ist er? Eigentlich auf der 4. Ja, der wird gewechselt haben, nehme ich mal an. Nämlich zum Stefan Strohmeier. Okay. Ja, da ist er nämlich. Alles klar. Genau, dann ist es auch richtig. Ich muss das nur mal wieder aktualisieren, indem ich die richtigen Namen bekomme. Genau. Oh, das müsste aber, ja, der ist dann jetzt. Moment, der Andreas Schröder fährt auf Gesamtplatz 3 und führt die Klasse 2. Dann in der Klasse 2, genau. Ja. Mein Gott, das ist ganz schön schwierig. Ja. Ja, gut, wenn man den Namen irgendwann mal drin hat, dann geht das schon, aber. Das braucht natürlich eine Zeit. Nee, die Namen, das ist nicht das Problem, aber welcher Klasse die halt unterwegs sind. So, der Dorian Planker ist, glaube ich, jetzt einer der letzten in der Box. Oh, Tatsache. Dann habe ich mich vorhin dann doch vertan. Mhm. Genau. Als ich gesagt habe, der war wirklich schon mal an der Box. Anscheinend hat er dann einen Schaden gehabt. Dann ist das jetzt hier sein regulärer Boxenstopp. Genau. Gibt es eigentlich eine Anzahl von Pflicht
Boxenstopps oder? Nein, es gibt keine Pflichtboxenstopps. Die Fahrzeuge sind reglementbedingt so aufgebaut, dass sie sowieso alle gleich stoppen müssen. Mhm. Also viel taktischen Spielraum gibt es da eigentlich gar nicht so. Auch die Boxenstoppzeiten sind alle gleich. Auch da wird sich wieder an dieser Mindeststandzeit orientiert aus der realen VLN. Ja. Also wir haben das hier soweit eigentlich, wenn jetzt nicht irgendwie die Balance of Performance Streiche spielt, ist die Serie einfach nur auf den Fahrer ausgelegt. Ja. Ja, wenn ich gerade Rowe sehe, es gibt ja auch, ich glaube, die kommen auch aus den P1 rein. Ja. Es gibt auch den Rowe Sim Racing, das so Rowe Sim Racing Team. Ja, das fahren bei mir auch mit dem René und dem, wie heißt der andere Kirchhoff, der Papa? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Also die haben da irgendwie auch so ein bisschen in der Richtung. Waren die unterwegs, also dass die Zusammenarbeit aber dort gestaltet, das weiß ich tatsächlich nicht so hundertprozentig. Also ich weiß, dass sie den Namen führen dürfen, also das ist... Die hatten mal eine Webseite und da wurde da richtig offiziell geworben mit den Jungs. Ja, ja. Und der Nico Bastian, der ist ja auch hier so ein bisschen unterwegs. Er fährt ja, meine ich, sogar bei Rover Racing. Zumindest war das bei den 24 Stunden so der Fall. Und der Nico Bastian fährt bei SimRacing Deutschland hin und wieder und hat im letzten Jahr auch die dortige DGTM mit ausgetragen, also als Fahrer. Ja, jetzt sehen wir hier vorneweg der Jens Ledwig vom Team KPR SimRacing. Die fighten heute um den Klassensieg in der Klasse 3 und wie ich mir das so ein bisschen gewünscht habe, auch wenn ich natürlich No Limit nicht den Ausfall wünsche, aber ich habe mir gewünscht, dass genau die Jungs den No Limits ein bisschen einheizen und hoffentlich halten sie es jetzt durch, die KPR-Jungs, damit es dann auch so zum Tragen kommt. Ja, nun ja, es gibt nicht viele, die No Limit Paroli bieten können. Und da freut man sich doch mal, wenn man einen Stream anmacht und es... ist jemand da, der das vielleicht mal tut. Ja, genau. Wie gesagt, wir verstehen uns auch schon als Team alleine. Der Carsten Schulze hat da so ein bisschen die Kontakte hergestellt. Wir verstehen uns mit dem Michael Müller wirklich ziemlich gut und der Robert Goethige ist auch ein umgänglicher Mensch. Mit den Jungs haben wir wirklich guten Kontakt und die haben uns auch geholfen hier bei dem, gerade was hier Balance of Performance angeht, zwischen 190er und M3. Mhm. Den wünschen wir nichts Schlechtes, um Gottes Willen. Ja. Aber wir wünschen uns halt auch eine spannende Serie. Ja, natürlich, Ja, wieder genug rausgeredet. Aber es scheint schon nicht so ganz einfach zu sein, um Klasse 2 Auto dem Klasse 3 Auto vorbeizukommen, oder? Man muss auch hier sagen, das Cola Rebel eSports, das ist ähnlich wie der Porsche von den Old Mans, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Die Jungs haben hier kaum Erfahrung und lassen es wirklich ruhig angehen. Die wollen das Rennen beenden, die wollen Erfahrung sammeln. Und ich weiß noch, meine ersten Runden auf der Nordschleife, das war genau so oder ziemlich ähnlich so. Und es wird sich im Laufe der Saison wird sich das immer weiter verbessern und immer besser werden. Und hier der Simon Hinze und auch sein Vorgänger, die haben auch schon mal das Fahrzeug gewechselt. Vorher war der Florian Plenker hier auf dem Fahrzeug vom Cola Rebel eSports Team. Die fuchsen sich langsam rein und wollen über die Konstanz irgendwann mal zur Schnelligkeit finden. Und das ist genau der richtige Weg und deswegen übertreiben sie es jetzt hier auch nicht und machen nichts mit der Brechstange und das ist eigentlich ziemlich richtig so. Ansonsten, wenn man natürlich einen Könner hinsetzt, aus der Klasse 2, Strohmeier, Schmidt, Kahn, Schröder, die
würden nicht so lange brauchen, um das Klasse 3 Fahrzeug zu überholen. Mhm. Gerade im kurvigen Teil. Auf der Döttinger Höhe sieht das dann wieder ganz anders aus. Denn naturgemäß sind die 190er und die M3s sind da richtige Kraftschweine. Mhm. Die 320 km/h Spitze, glaube ich, erreichen dort. Ja. Da machen die Ford GTs hier, machen da schon 30 km/h vorher zu. Ja. Ja, ich habe... Hoppala. Sehr mutig. Ja, so eine ähnliche Geschichte habe ich auch mal erlebt. Wir hatten... 2011 war das. Nee, ach, 2010. Ich habe mich immer jahrelang gesträubt, im Simracing eine Nordschleife zu veranstalten, weil... Ja, das immer irgendwie, ich habe immer Angst gehabt, man findet die Autos dann nicht wieder. Ne? Also da fahren irgendwie 30 Autos los und nach einer halben Stunde fährt da jeder für sich irgendwo in der Gegend rum. Ne? Ja. Also, dass dem nicht so ist, durfte ich dann auch kennenlernen. Also ich habe mich dann 2010 im Herbst breitschlagen lassen. Wir haben die Nordschleife gemacht und das war auch sehr, sehr erfolgreich. Das war zusammen mit Porsche selbst und mit Origin PC aus den USA. Das ist ein Ableger von, nee, nicht ein Ableger, das sind die ehemaligen Alienware-Leute, die sich da von Dell abgekapselt haben, als Dell Alienware übernommen hat. Da haben wir ein sehr, sehr schönes Event gemacht und da gab es ein südafrikanisches Team. Und die Jungs kamen für den ersten Trainingsrennen und ich kriegte noch während der Rennen, obwohl das eigentlich bei uns nicht erlaubt ist, also man, dort funktioniert es halt nur über Proteste, nur über After-Race Penalties, kam die noch und das geht ja gar nicht und der bremst auf der Döttinger Höhe. Ich sag, das gibt's doch gar nicht, da muss da was mit dem Auto gewesen sein. Dann haben wir uns das angeguckt, tatsächlich kurz vor dem Hügel, wo es dann das Bergabstück da runter geht, bremsen, weil die Angst hatten, mit Vollspeed über diesen Hügel darüber zu fahren. Ja. Und dann haben wir zu denen gesagt, Jungs, es geht gar nicht. Also so könnt ihr hier nicht fahren. Was habt ihr, seid ihr denn noch, habt ihr keine Erfahrung oder irgend sowas? Naja, mit Simracing nicht, wir kommen halt aus dem Flugsimulator-Bereich. Ich sag, ach, okay. Was? Okay. Ja, jetzt wollt man halt auch mal Simracing ausprobieren. Ich sage, da habt ihr euch wirklich das einfachste Event ausgesucht, um das zu lernen. Und dann haben die in den 2 oder 2,5 Monaten Vorbereitungszeit, die hatten mit Abstand die meisten Trainingsrunden, die waren hoch vierstellig. Und das war aber jetzt durchaus mit Spielen von dem Herrn Fahr, ja. Ja. Also wäre der jetzt nicht auf die Bremse gegangen, hätte wahrscheinlich die Tür zugemacht, dann gute Nacht. Ja. Ja, und dann haben die wirklich trainiert wie die Irren. Also Tag und Nacht, da zwei Leute vom Team hast du immer auf dem Server gesehen, auch nachts, und die sind ja fast dieselbe Zeitzone wie wir. Irgendwie auch nachts, die waren ständig am Server und diese waren dann beim Event so weit, dass wir mitfahren konnten. Also sicherlich keine Top-Platzierung einfahren konnten, aber sie haben keinen mehr im Weg rumgestanden, und wenn du ihnen zugeschaut hast, bist du nicht auf die Idee gekommen, dass jemand gerade 2 Monate Simracing betreiben. Okay. Also wirklich coole Nummer. Und von daher, also mit dem nötigen Ehrgeiz, wenn man so eine Serie hier einsteigt, man muss ja nicht gleich mit einem 24-Stunden-Rennen anfangen. Man kann ja wirklich hier für so eine Serie, genau dafür ist das wirklich perfekt. Weil hier auf der Nordschleife lernt man es. Ja. Und ja. Also das ist schon ziemlich cool. So. Er ist immer noch nicht vorbei. Nein. Also ich habe gerade einen schweren Rüffel gekriegt vom Herrn Langen, der wohl sein Auto nicht abstimmen kann oder so. Nein, natürlich nicht. Der hier lang kann das sehr gut abstimmen. Er sagte zu mir, dass sein Mercedes gerade mal 285 läuft und dass ich nicht so übertreiben soll. Mhm. Ja, dennoch, er ist wesentlich schneller als der Ford GT.
So, und jetzt möchte ich gerne mal ein Auto zeigen. Ach nee, mach. Ja, mach. Mal ist nee, in Ordnung. Nein, nein. Nicht? Ich war, okay. Mach, ich freue mich über jedes Auto, was hier noch auf dem Kurs fährt und was ja nicht ausfällt. Das war's nicht. Und dieses Auto verwundert mich allerdings noch, dass es fährt. Wir haben hier mit der 113 den Gusteldobri vom Sim Racing Team Phoenix. Der hatte zwischendurch sein Fahrzeug mal abgegeben an den Herrn Lenkheit, soweit ich weiß. Mhm. Scheinbar hat er es bereut. Ja. Das hat er dann auch direkt wieder zurückverlangt, so wie es aussieht. Fünfter in der Klasse der RFLM 1, Gesamtrang gerade 16. Nur wenn er, wenn er das Auto neu übernommen hat, also dann sollte das eigentlich wieder heil gewesen sein. Diverse Teile werden wieder angeschraubt bei der Klasse 1, bei dem Mod. Es gibt aber auch Teile, die werden nicht mehr angeschraubt. Zum Beispiel beim SLS vom Felix Heinen Green Flashes, da sieht man es zum Beispiel, da fehlt vorne im Kühlerbereich ein bisschen was. Und ich meine, beim R8 war auch die Motorhaube, die da nicht mehr hingemacht wird, aber das Heck, da fehlt ja auch schon ziemlich viel. Richtig. Darf ich fragen, sind die aus der Blancpain-Serie, die Autos? Ja. Ja, dann... Ja. Die sind original 1:1 so weit übernommen. Ja, ja, wir haben die Autos, wir benutzen die ja auch. Dieses Problem haben wir gefixt. Das habt ihr gefixt, ja. So, falls da Interesse besteht. Kurz mal reden. Eh schon, wir können immer noch ganz, ganz tolle viel lernen. Aber dazu sind wir bereit. Ja, anders funktioniert es. Wollen das auch gerne tun. Ja. So, jetzt haben wir den Eric Paillet noch an der Box. Von den Old Man Racings. Mal schnell hin. Ja, yep, da steht er. Ja. Hat er rückwärts eingeparkt? Nee. Ich denke, er hat gleich mal eingelenkt. Ja. Ja, um seiner Boxencrew das Reifenwechseln jetzt nicht ganz so einfach zu machen. Genau. Ja, Quatsch. Aber ich sehe gerade, der macht einen längeren Boxenstopp. Da muss auch irgendwas kaputt gewesen sein. Er ist auch auf dem momentan letzten Platz. Also ich denke, da wird... Ja. Da ist mit Sicherheit was passiert. Ja. Und da ist auch gut Rundenrückstand. Also von daher, sag mal, so ein Rundenrückstand, den handelt man ja sicher nicht so einfach so ein auf der Nordschleife. Nee. Gar nicht als Klasse 1 Auto. So, naja, wir haben aber die Halbzeit gut überschritten. Haben wir so ein bisschen verpasst hier. Unser Bergfest haben wir verpennt, du. Mein lieber Micha. Ja. Oh nein. Marcel Penzkofer. Ja. Auch schon rauszufinden, wo es vielleicht da gelegen hat. Ich denke mal, der Marcel, der wird nochmal kommen. Ja, das war. Ja, sehen wir's. Wir haben es im Replay. Ah, okay, alles klar. Kilometer 9. Ah! Jo! Ja. Und da ging's ab dafür. Aber so richtig. Und hinten und vorne und. Macht der gleiche Escape? Ja. Wahrscheinlich war der Motor auch aus. Ja. Das ist ärgerlich für Marcel. Yep. Zumal er uns wirklich eine gute Show heute geboten hat. Ja, definitiv. Und dann endet dieses Abenteuer so.
Oh, ich müsste jetzt... So, jetzt können wir ja mal gucken. Ja. Ach, ja, er ist repariert. Jetzt kommt da auch wieder eine Motorhaube ran. Richtig, also ist es tatsächlich so, dass der den ganzen Stint wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er schon mal in der Box war, muss wohl. Moment, schau mal. Ja, er muss ja. Ich meine, er ist jetzt gegen 11 Runden gefahren. Mhm. Was man da hat, nicht reparieren lassen mit Absicht. So, direkte Duelle haben wir jetzt keine mehr. Aber wir haben noch etliche Positionen, wo es wirklich, ja, die Abstände relativ gering sind. Sag mal so, alles was so unter 20 Sekunden ist, eigentlich nichts der Strecke. Ja, wenn es nicht um die Uhrzeit. Ja, das kommt noch dazu und ja, wie gesagt, und wenn man dann noch rechnet, dass die Boxenstopps irgendwie 2 Minuten 20 dauern, normaler Boxenstopp, dann ja, wird sich das wohl gut, hier eine Strategie zu fahren, wo man einen Boxenstopp einspart innerhalb von 3 Stunden, das wird nicht möglich sein. Oder das ist nicht möglich. Aber definitiv nicht, was ist jetzt mit dem KI? Sprech mal kurz. Ja? Der Eric Paillet von Old Man Racing steht da an einer ganz interessanten Stelle. Oh. Das ist, meine ich, die Boxeneinfahrt. Ja. Das ist so, ist das nicht die, wo er eine Strafe absitzen muss? Nein, das ist weiter vorne eigentlich. Mhm. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Eric alleine fährt. Und in diesem Moment von der Toilette zurückkam. Der hat einen Ping von 0. Auch interessant. Das Ping könnte gut sein, dass die KI übernommen hat. Dann müsste er ihn vom Server kicken. Ja. Er fährt jetzt ran, macht einen Boxenstopp. Das müsste er jetzt echt gucken. Also, Ping von 0 heißt eigentlich, die KI hat übernommen. Obwohl. Das weiß ich jetzt gar nicht so hundertprozentig. Jedenfalls so noch nicht gesehen, dass ein Ping von 0 Auto fährt. Also. Motor läuft. Also die Rennleitung ist dran. Wir hüpfen jetzt auf den Channel. Und oha. Der Herr Kober. Lars Kober. Da fehlt dann auch der Heckflügel. Der fehlt aber hier schon. Mhm. Gut, ich bin kein Freund vom Rückwärtsspulen. Also es scheint schon länger her zu sein, dass er hier ohne Heckflügel unterwegs ist. Ja, und da heißt es dann auch Vorsicht, ist dem Motor der Porzellankiste. Gerade in schnellen Kurven wird es dann mal schnell zum Abenteuer ohne Heckflügel. Mhm. Und jetzt schnellstens in die Box. Oder kontrolliert in die Box. Dass da nichts weiter passiert. Was mit dem schnellstens probiert er gerade? Mhm. Erstaunlich, wie platt das Auto noch liegt bei den Geschwindigkeiten. Wohl wahr. Genau.
zweiter Royal-Variante. Also. Ach, der Simon Hinze ist mittlerweile vorbei mit seinem Cola Rebel Esports ET fort. Am Jens Ledwig. Er hat's geschafft. Und der Benno Höft ist auch sehr langsam unterwegs. Schon wieder. Und ohne Rad. Eieieiei, kannst du mal hinschalten? Das muss ich aber. Ja. Das muss aber, wo ist er noch gleich? Ja. Oh nein, das muss aber irgendwann auf der Grand Prix, auf dem Grand Prix-Kurs gewesen sein. Normalfall. Der kam schon so aus der Box raus. Mhm. Hm. Ja. Wird das nicht repariert, das Rad? Nein, es sieht so aus, als wenn es nicht repariert wird. Und deswegen, jetzt fährt er nochmal in die Box. Es sieht ja rattenscharf aus. Ja, jetzt ist auch schon wurscht. Ja. Ob er jetzt die Pendel die kriegt oder nicht, ist jetzt egal. Muss erstmal dieses Rad repariert werden. Ja, Payet hat tatsächlich die KI übernommen. Payet muss auch vom Server entfernt werden. Mhm. Also das Team Old Man Racing. Ja, das sollte eigentlich das wird nicht mehr repariert. Nee. Dann wär's schon dran. Das wird gleich als erstes gemacht. Also das ist in der HDV nicht eingetragen. Ja doch, hier steht, dass er zwar irgendwas macht, der Mann. Ja, nee, aber wenn so ein Schaden ist, als erstes, wenn operiert wird, das Auto geht in die Box, aus dieser Ansicht, wird immer zuerst erstmal das Zeug angebaut. Das ist sofort das dran. Stimmt, ja. Der steht und bupp, ist das Zeug dran. Richtig. Also das halte ich für fast ausgeschlossen, dass der noch sein Rad bekommt. Also der darf, glaube ich, Escape drücken. Oh, war ja. Der zweite Ausfall dann in Folge. Damit werden dann auch die Streichergebnisse aufgebraucht. So, hier der nächste. Das ist der Lars Kober. Ja. Bei der Anfahrt zur Box, beziehungsweise am Ende der Dürtinger Höhe. Oder? Ja. Eieieiei. Nein, och. Ei, ja, so so. Aber er hat es geschafft. Er ist in der Box. Und jetzt können wir uns wieder dem stehen wenden. Okay, ein bisschen schade, weil er wird wohl jetzt eine ganze Weile stehen. Und wenn ich so die Abstände, der Frank Schmidt müsste der nächste sein. Oder derjenige sein hinter ihm. Da genau, da kommt er, da geht er auch schon vorbei. Hm? Und dann haben wir schon den Stefan Strohmeier. Der geht da jetzt auch locker vorbei. Ja. Aber das sind keine klasseninternen Duelle, von daher ist jetzt erstmal egal. Ja, aber die Position ist schon auch irgendwie, ne? Ja, sicher, ist noch eine Stunde zu fahren. Ist erstrebenswert, aber spielt eigentlich für die Meisterschaft an sich keine Rolle. Der nächste, der dem Lars Kober gefährlich werden sollte, wird, was auch immer, ist der Felix Heinen. Und der befindet sich in der Mitte der Strecke. Und hier fliegt Hinze ab. Nein. Ist er so konstant und gut gefahren?
Hoffentlich kommt er vom Körper runter. Ja. Das schon, aber... Ganz ruhig jetzt. Oh. Oh, ja. Also Felix Heinen, wie gesagt, wird dem Lars Kober jetzt nicht gefährlich. Zumindest nicht in dieser Runde. Na, wir sind zu weit weg. Ja, Benno Höft hat es jetzt dann aufgegeben. Hat sein Fahrzeug abgestellt, hat eingesehen, dass es so keinen Sinn mehr macht. Schade für das Team, das Handwerk, Benno Höft und Fabio Schürmann. Ja, wollte ich vorhin schon fragen. Gibt es zwei das Handwerk Autos oder nur eins? Gibt nur eins. Ja, okay. Ich glaube, ich habe vorhin auch gefragt, wegen des Starts, genau. Das ja, schon weil er ja so viele Positionen auf einmal gut machen konnte. Ja, ja, ja. Ja, bei dem BMW, bei dem 320er vorhin gesehen, dass die Schnauze problemlos repariert wurde. Jetzt war das eine andere Mod. Bei dem SOS weiß ich es jetzt nicht. Aber die scheinen ja wirklich performance-technisch kaum ein Problem zu haben. Na ja, dann beim SLS sieht man ja ganz klar, dass der Splitter vorne irgendwie nachgerüstet wurde. Oder da unten halt dran. Ja, der ist dran, ja, ja. Ja, da fährt das Auto wieder so einigermaßen. Ja. Wie es sollte. Ja, das ist heute doch schon ein bisschen... Ja, das geht jetzt ein bisschen mehr an die Substanz. Die ja, ganze... so ein bisschen lange, längere Liste von Ausfällen und... Wobei man aber ganz klar sagen muss, wer die, wenn man die Jungs ansieht, die das Klassement hier anführen, der Kevin Maas, der Andreas Schröder, der Frank Schmidt, die haben jetzt auch schon ein paar Stunden auf dem Buckel, beziehungsweise zwei Stunden auf dem Buckel. Die haben ihr Fahrzeug noch nicht abgegeben. Ja. Ja, es geht auch anders. Aber hier trennt sich ganz klar, wie du schon gesagt hast, die Spreu so ein bisschen vom Weizen. Da sieht man schon mal, wer für Langstrecken gemacht ist, beziehungsweise da Potenzial hat. Ja, ja. Also der Kevin Maas, der fährt schon seit, auch schon seit Jahren bei mir. Ja. 24-Stunden-Rennen. Also der ist auch Nordschleife schon mehrere Male bei mir gefahren und ich glaube auch in anderen Veranstaltungen. Also der kennt sich wirklich aus. Naja, und die anderen Namen, da braucht man jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen zu. Ich glaube, der Lars Kober, der war sogar 2007 bei mir mit dabei beim ersten 24-Stunden-Rennen. Der müsste sich da eigentlich noch dran erinnern. Mhm. Und ja, das war auch dann die Zeit, dass dann mit Sim Racing Deutschland irgendwann, also daraus, da gab es dann damals Gespräche, da hatte ich den Herrn, wie hieß er? Pressler, genau. Dem hatte ich damals irgendwie Gedanken ausgetauscht, zu mir ist es da nicht gekommen. Und der Lars, der hatte damals Ambitionen auch schon zum realen Motorsport mit Bildstein, da haben wir Präsentationen gemacht und weiß ich nicht, was alles möglich. Also, ja. Sind alle im Racing Langstrecken erfahren. Felix Hein, also ich kenne fast alle Namen, die hier sind. Ja. Also von daher. Ja, Felix Hein gast gerade richtig an, wenn du gerade ansprichst. Fährt quasi die. Ja, die können konstant dieselben Runden fahren, alle beide. Der Steve krumpelt. Hatte 8,35er, 8,34er Runden. Felix Heinen macht es ihm direkt nach. 8,33, 8,35. Mhm. Also die beiden auf einem Niveau. Können die hier konstant durchfahren, trotz dieses Unfalls? Ja. Schieben sich Platz um Platz immer noch weiter nach vorne.
Ah, haben wir. Wie bitte? Ja, ich habe gerade überlegt, ob mal der Nummernblock an ist oder nicht. Weil wenn du Ringman-Ansicht machst und willst, dass dich die Kamera ums Auto drehen, musst du den Nummernblock ausschalten, weil sonst kommst du dann auf Position 4, 6, 8 oder 2. Ja. Deswegen mal den manchmal aus und dann, weil ich kein Lämpchen habe, muss ich mal probieren, ob er an ist. Ja. Ja, in der Klasse 3 ist wieder Boxenstoppzeit. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich verstehe, um Gottes Willen. Das war ja auch jetzt nicht wirklich was, was jetzt die Allgemeinheit interessiert. Da sehen wir die Kameraden Fester und Keller, so wie ich das erkennen kann. Ja. Mhm. So, jetzt müssten wir so. Ah, nee, andersrum. So, da sehen wir sie beide. Ja. Genau. Gut, bei Patrick ist jetzt zu Ende. Genau, und da sitzt hier jetzt der Markus Gerzak drauf. Genau, und bei Alex Keller wird es noch ein Minütchen dauern. Und es wird so langsam dämmerig. Genau. Oh ja. Jetzt haben wir 2 Stunden, das heißt, wir haben jetzt circa 16 Uhr. Ja, 16 Uhr im Frühling, im sehr frühen Frühling noch. Mhm. Da kommst du so schon ungefähr hin, dass man. Ja. Und das richtig, also, ich glaube, die Variante, die ihr benutzt, da klappt das ziemlich gut. Ja, mit den Latitude-Einstellungen. Ich denke mal, jetzt werden im Allgemeinen die letzten Boxenstopps abgebacken. Andreas Schröder ist auch gerade der momentan Zweitplatzierte und Führende seiner Klasse. Vom Team Motorsport for All. Wechselt jetzt wahrscheinlich auch zum letzten Mal die Reifen. Ja, ich habe so ein bisschen. Hoffe ich drauf. So, momentan sieht es auch so aus, dass der Lars Kober jetzt an den Simon Hinzer ranfährt. Mhm. Was jetzt kein großes Problem sein dürfte. Das vermute ich auch. Aber wir sehen wieder relativ mal zwei. Ja, aber wir sehen mal wieder zwei Autos in einer Kamera und. Das finde ich korrekt, ja. Auch so eine Überrundung kann spannend werden. Genau. Zumindest wenn der andere es nicht mitbekommt. Nee, um Gottes Willen. Nur Radio am Rande, Gustl Dobri vom Phoenix Racing Team und der Frank Schmidt, Rotplatzierte in der Klasse 2, also direkt Verfolger von Andreas Schröder, ist jetzt ebenfalls in der Box. Stefan Strohmeier in seinem 996 allerdings fährt nicht an die Box. Gleiche Klasse, fährt einfach weiter. Und übernimmt damit die Führung in der Klasse. Ja. Ja, anscheinend haben die Jungs, das ist mir das letzte Mal schon aufgefallen, von der Cantina Band irgendwas gefunden, wo sie nochmal eine Runde mehr rausholen können. Was jetzt zwar auf die Gesamtzeit. Wir müssen immer noch die gleiche Anzahl an Boxenstopps hinlegen, aber irgendwo. Ja, es kommt drauf an, wie viel Sprit du tanken musst zum letzten Boxenstopp. Wenn du da weniger Sprit tanken musst, hast du einen kleinen Vorteil. Das ist keine Frage, du stehst ja nicht so lange. Ja, bist dann wesentlich leichter, völlig korrekt. Stehen tut er genauso lange. Wenn der statt 100 Liter nur 50 tankt? Ja. Achso, ihr habt ja diese festgelegten Boxenstopps. Genau. Aber er ist dann leichter unterwegs im letzten Stint. Ja, das kommt. Vielleicht gibt es nochmal einen Kick. Es kann sein, aber das ist nicht zwingend, weil jemand. Bei dem einen, wenn du nur noch 3 Runden hast, dann hast du für 3 Runden Sprit. Oder du tankst für 3 Runden Sprit dann noch nach, hat jeder 3 Runden Sprit im Tank. Wir hatten gerade noch einen Unfall gesehen. Der Simon Hinze. Warte, nee. Nee, nicht der Simon Hinze. Ja, doch, der Simon Hinze. Der war doch gerade. Ja, der war doch vor dem Jungen.
So, hier ist es passiert. Ja, ja. Hier sehen wir es. So, da hat er sich schön. Jo, ein bisschen spät eingelenkt. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu schnell. Und ja, dann schöne Pirouette. Nichts weiter groß passiert. Leicht angelehnt an die Leitplanke. Also alles gut. Da ist nichts Schlimmes passiert. Ja, das ist schon ziemlich spannend hier. Also muss ich ehrlich sagen, ich finde es, auch wenn es diesmal ein paar mehr Ausfälle gegeben hat, ich finde es trotzdem saugeil. Vor allem auch die Motivation der Leute. Also, dass der Benno Höf da zweimal über den Grand Prix-Kurs ohne Rad fährt, in der Hoffnung, dass er beim zweiten Mal dann noch vielleicht doch ein Rad bekommt. Also das finde ich schon wirklich grandios. Ja, der Peter Neuendorf, haben wir auch gerade gesehen, ist von den Jungs gerade überrundet worden. Meine ich schon wieder mit dem Platzfuß und wieder ohne Stoßstange unterwegs. Fährt der jetzt in einem anderen Team? Platz 21. Ja. Sucht auch in diesem Moment die Box auf. Ah, okay. Ja. Ja. Ich meinte, ich habe den vorhin schon mal irgendwie draußen gesehen. Aber gut. Jetzt er hat das Fahrzeug übernommen vom Edgar Steffens. Ja. Just for fun, ja. Der Edgar hat die Stoßstange reparieren lassen. Und jetzt ist sie schon wieder weg gewesen. So, jetzt habe ich hier wieder vernünftiges Timing. Bei mir standen jetzt nur noch Klötzchen und Striche statt Fahrernamen. Ah ja. Ja. Hat auch was. Ja, jetzt sehen wir hier Boxen-Action. Hintergrund Peter Neuendorf. Davor, es müsste Jens Ledwig gewesen sein und gerade an die Box gefahren Andreas Dahl aus dem Joseph Zim Racing Team. Porsche 996. Klasse 2. Und jetzt gesellt sich noch Felix Heinen dazu. Ebenfalls zu seinem wahrscheinlich letzten oder hoffentlich letzten Boxenstopps. Da wissen wir ja, dass er jetzt nochmal wechselt auf den Steve Krumpelt. Ja, hier ist es gut Betrieb. Schön auch noch ein fahrendes Auto zu sehen. Das sind nicht alle in der Box. Nein. Ja, jetzt sehen wir den Thomas Meyer. Der Thomas Meyer, eigentlich von Sim Racing Deutschland, einer dieser Organisatoren, dieser DGTM. Ja. Hier unterwegs für das Team Piranha Sim Racing. Ah, der hat mir vorhin auch noch was geschrieben, das habe ich übersehen. Entschuldigung. Am kommenden Sonntag sind auch alle herzlich eingeladen zu einem Testlauf. Es wird zum ersten Mal bei SimRacing Deutschland das Wetter-Plugin angetestet, also das RFE-Plugin. Also wer teilnehmen möchte, darf das gerne tun, ohne Verpflichtung etc. Also ich gehe mal davon aus, dass er damit meint, irgendwelche Beiträge zahlen zu müssen. Ja. Ach, keine Ahnung. Ach, solche Special Events, die sind immer ganz lustig. Ich habe da mal eins mitgemacht. 2 Stunden Nordschleifenrennen. Ich glaube, 3 Mann sind da ins Ziel gekommen, von 25 gestartet. Das eine war ich, das andere war mein Teamkollege und ja, mir fällt jetzt leider der Name nicht mehr ein. Ja. Hier im Bild sehen wir jetzt gerade den Stefan Lenkheit vom Sim Racing Team Phoenix. Wieder mal mit qualmenden, stehenden Rad unterwegs. Ja, auch das hier höchst bemerkenswert, dass die Jungs sich so durchbeißen. Das ist jetzt bestimmt definitiv schon das 78. Mal, dass die so in den Kurs fahren. Aber auch die wollen es lernen. Haben sich vielleicht, meiner Meinung nach, vielleicht das ein sehr schwieriges Auto ausgesucht. Oder eine schwierige Klasse ausgesucht.
Da hätten es vielleicht ein, zwei Klassen tiefer auch getan. Mhm. Um das Ganze eben zu erlernen. Hier vielleicht ein bisschen hochgekämpft. Aber gut. Vielleicht wird es ja noch was. Ja, obendrein erfahre ich gerade von der Reko, dass der Stefan auch noch eine Drive-Thru hat. Also es bleibt nicht nur bei dem, okay, bei dem Boxenstopp jetzt dann gleich. Der kann sich gleich nochmal anstellen. Ja, ja. Ach, hey, ja. Mhm. Ja, irgendwas ist immer, ne? Ja. Wenn es kommt, dann richtig. Aber wenn sie so weitermachen, werden sie das Rennen beenden. Und das auf der ja, momentan vierten Position der Klasse 1. Und auch dafür gibt es Punkte. Ja, wie man jetzt dann Ausdauer definiert, das bleibt ja immer noch jedem selber überlassen. Genau, genau. Es ist auf alle Fälle sehr lobenswert, ja, dass man hier versucht, das Auto irgendwie ins Ziel zu bringen. Also, ja, das sieht schon spektakulär aus. Also, ja, ja, definitiv. Also für dieses Bild jetzt gerade, ja. Ja. 10 Punkte in der B-Note. Richtig. Weiß ich gar nicht, zu was man RFE-Plugin braucht. Kommt hier der nächste. So sieht das aus, wenn man hinterher fährt. Ja. Also das zeigen wir mal. Da weiß man erstmal so nicht wirklich, wo da jetzt das Auto ist. Ja. Aber jetzt passt es. Sehr gut. Da hat man sich gut geeinigt. Ja, ich bin jetzt mal wieder frech und böse. Mhm. KPR Sim Racing hat sich jetzt dazu entschieden, dann doch noch den Olaf Oberpichler mangels Konkurrenz ans Steuer zu lassen. Wenn ich mich nicht irre, war Olaf Oberpichler damals habe ich schon beim ersten Lauf der zweite Mann nach Jens Ledwig. Mhm. Und der Grund, warum KPR dann nicht mehr an No Limit dranbleiben konnte. Ja, heute fehlt No Limit. MGR Motorsport ist weit weg. Deswegen meine Aussage. Genau. Also, eieiei. Nicht böse nehmen, ja. Ja, ja, das muss sein. Also ich traue mich hier nur nicht so wirklich. Weil nein. Mhm. Wie gesagt, ich nehme da Sabine Schlitz als Vorbild. Ja, immer drauf. Ja, ja, richtig. Ja, es ist auch ein sehr... Ja, also ich... Wenn man so allgemein hört, die Macht der Medien, sagt man sich so als Durchschnittsbürger, ja mein Gott, man muss den Quatsch ja nicht lesen, was da geschrieben wird. Nein. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir beide uns jetzt hier hinstellen, nehmen uns jetzt hier irgendeinen Fahrer und erzählen ganz böse Sachen über den. Ja, nein, das ist ja machen, ich will nur die Macht der Medien erklären, dann ist das erstmal, dann kann der zwar hinterher zu uns kommen und auf den Mund boxen, no, uns, so. Aber mehr geht auch nicht. Und wir können nächstes Mal am Rande so ganz nebenher, ja, ich glaube, wir haben das letzte Mal ein bisschen Blödsinn erzählt, aber kommen wir mal wieder zum Rennen zurück. Ja. Ja, also, das heißt, der Makel heftet ihm dann erstmal an. Das heißt, er hat erstmal gut zu tun, um das erstmal wieder auszuräumen. Das heißt, also, wir das haben stimmt, schon ja, eine gewisse Verantwortung hier. Das ist ja, gut, nicht zu leugnen. Die Jungs kennen mich jetzt mittlerweile von meinem Briefing. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Briefings gemacht. Ja. Mhm. Auch da war ich rigoros und jeder, der mich kennt, und die meisten, die hier auf dem Server fahren, die kennen mich. Jeder weiß, dass das nicht böse gemeint ist und jeder weiß, dass ich niemandem was Böses wünsche. Jeder, der mich Autofahren sieht, Simracing technisch, weiß, dass er es definitiv besser kann. Mhm. Und von daher, ich erlaube es mir einfach. So. Ja, ja. Klar, ganz. So, der Herr Bräutigam, mittlerweile zurück auf Gesamtplatz 18. Jetzt wollen wir mal auch nicht so gemein sein und wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, das liegt auch daran, dass nur noch 20 Autos im Rennen sind. Nein, ja, das sagen wir nicht. ich freue mich, dass sogar zu diesem Zeitpunkt noch 20 Autos im Rennen sind. Ja. Naja, gut. Ja,
werden. Ja, wir hatten sehr, sehr frühzeitig relativ viele Ausfälle. Also von daher... Das ist richtig. Also wenn man kann es jetzt nicht allein auf die 3 Stunden Rennzeit runterbrechen, dass man sagt, ja okay, das letzte Mal sind, was weiß ich, 5 oder 6 ausgefallen, jetzt sind es 10. Das ist halt wirklich, das war heute irgendwas war heute. Also würde ich mal so meinen, weil das erste Rennen war top, wirklich. Ich glaube, da waren 2 oder 3 Autos draußen. Da waren schon ein bisschen. Waren mehr? Ja, ja. Also waren 5 oder 6. Echt? Also dann waren aber die letzten Ausfälle relativ zum Schluss. Ja, na klar, Schmitz erst sehr spät ausgefallen oder so. Das sind dann so, wo man dann sich sagt, woran hat es gelegen heute? Ich meine, wir haben 9 Ausfälle bisher. Wir hatten davon, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es sind 9 Ausfälle gewesen, das letzte Mal auch schon. Echt? Ja. Das ist tatsächlich sehr verrückt. Das ist ja echt verrückt. Nein, es sind einfach Unkonzentriertheiten gewesen. Oder halt, wie gesagt, mit dem Robert Gödige, der Motorschaden. Findet er Zeit, länger zu trainieren vorher, passiert das vielleicht gar nicht. Ja. Ja, wir haben viele Klatscher in die Bande, wo die Aufhängungen kaputt gegangen sind. Zum Teil hatten wir aber auch wirklich Ausfälle, wo man sagen kann, okay, da kann man vielleicht weiterfahren. So, von allem unbeeindruckt hier der Racing Association Audi mit Kevin Maas. Also das dürfte wohl ziemlich klar sein, wenn dem nicht auch noch irgendetwas passiert, oder ja, dann dürfte das. Vielleicht sollte die Reko mal gucken, ob der einen Ping von 0 hat. Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Ja. Nee, also geht wirklich hier. Der hat hier ein ganz sauberes Rennen. Ja, definitiv. Keine Fehler, keine Ausrutscher. Boxenstopps ohne jegliche Reparaturpausen vollzogen, kein Überfahren irgendwelcher Boxenausfahrtslinien. Ja, saubere Sache. Ja, und er wird sich wohl, wenn alles so bleibt, vom Gesamtstand her, zusammen mit Andreas Schröder dann am Ende des Tages die Tabellenführung teilen. Mhm. Hängt jetzt auch natürlich noch ein bisschen davon ab, was der Herr Bräutigam macht, der jetzt gerade den Danny Weller jagt. Danny Weller jetzt wieder als Radiofunk momentan in der Box. Michael Bräutigam gerade auf die Döttinger Höhe gefahren. Also auch das wird nochmal spannend. Sollte Bräutigam natürlich gewinnen, dann ist er zusammen mit Maas und Schröder in Front. No Limit wird es nicht schaffen, den Vierer-Quartett der Punktesammler zu bleiben. Also Dirk Vogel hat jetzt das Auto übernommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, dann haben die wieder zurückgewechselt. Was ist hier los? Oh! Das war's für die Herrschaften. Das ist nicht schön. Fahrerwechsel, so. Sehen wir's hier. Wir gehen mal noch ein Stück zurück. Ja, da sitzt der Dirk drin und dann wurde das Auto hier irgendwie in die Luft geschleudert. Wie bitte? Nein, disqualifiziert sogar. Ja, wahrscheinlich vom Spiel disqualifiziert, weil guck dir das mal bitte an jetzt hier im RD. Ja. Hier irgendwo durch die Luft. Und zwar ganz hoch und ganz lange und dann stehen sie in der Box. Ach. Mhm. Und der Dirk sitzt ja noch im Auto. Also, da ist. Und ich meine mich zu erinnern, wir sind ja diese Streckenvariante auch gefahren, damals in der GT1 Langstreckenserie. Und da hatten wir auch das Problem, dass Teams aus der Box noch während des Boxenstopps einfach auf die Start- und Ziel gesetzt wurden. Aha. Also, ich weiß jetzt nicht, ob der Fehler jetzt hier den gleichen Grund hat. Aber ja, schon sehr danach aus.
Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schade, weil ja, jetzt ist das für Bräutigam. Ja, ich brauche bloß noch irgendwie nach Hause fahren. Was ich halt auch nicht verstanden habe, war, dass mir Dirk Vogel hier automatisch im R-Faktor Monitor angezeigt wurde. Jetzt steht er da nicht mehr drin. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Sache, der man nachgehen sollte. Ja. Ja, da kann man gar nicht so wahnsinnig viel machen, weil man weiß nicht so richtig, wie das passiert. Das ist irgendein Synchronisationsproblem. Ja. Passiert aber witzigerweise auf dieser Strecke. Also, keine Ahnung, was da passiert ist. Also vielleicht kriegt man da jetzt noch Auskunft vom Team, die das gesehen haben. Ja, wär schön, wenn sich da einer findet. Wenn hier kurz reinschneit. Also an der Verbindung von Dirk hat es nicht gelegen. Ich hatte extra nochmal geguckt, der Ping lag irgendwo bei 70. Hm. Also das war okay. Ja, mein Gott, das ist halt Sim Racing und Nordschleife in einem Paket. Reicht halt nicht, dass eine Strecke allein nur gefährlich ist. Oh, was macht der Lars hier? Oh, der Lars. Oh! Oh, Leute. Ja, das sieht aber so aus, als ob er noch normal Speed hätte. Es gäbe vielleicht noch einen Trost für den Dirk. Die 75%-Regel, also die Prozentregel. 85%-Regel, ja. Wir kommen jetzt nämlich genauso in diesen Grenzbereich eben rein. Mhm. Das liegt jetzt natürlich an Herrn Bräutigam. Wenn der Herr Bräutigam am Ende des Tages 18 Runden erreicht, dann ist es für Dirk Vogel noch möglich, in die 85% reinzurutschen. Wird er aber bekommen, weil er ist in Runde 15, er beendet jetzt die Runde 15. Ja, ja. Und wir haben noch 36 Minuten zu fahren. Wenn wir 9 Minuten. Ja, wie gesagt, wenn es der Michael schafft jetzt, oder wenn es der Michael jetzt auf 18 Runden schafft, dann ist alles in Ordnung. Wenn es der Michael auf 19 schafft, dann ist eben nichts mehr in Ordnung. Ach so, ja, dann, okay. Ich hatte eben verstanden, dass mit 18 schon nicht mehr geht. Ja, der Herr Kober, heute irgendwie so ein bisschen TV-Star. Wir haben, ja, glaube ich, heute ziemlich viel gezeigt. Ja. Gab aber auch viel zu sehen. Ja. Und wir müssen mal zu dem Steve hin, wenn ich das hier richtig sehe. Ah, okay, das ist auch. Ja, der Steve kuppelt halt das Fahrzeug wieder. Ja, das ist ein Positionskampf. Das ist richtig, der Markus Seufzer fährt vor ihm. Allerdings in der Klasse 2. Ja, ja. Der Steve könnte vorbei, allerdings wäre er jetzt gut beraten, wenn er es nicht übertreibt. Ja, er ist gut vorbei gewesen. Denn trotz diesem Unfall, den sie da am Anfang erlitten haben, haben sie es doch eigentlich ziemlich stark zum Guten gewendet und im momentanen dritten Platz rausgeholt in der Klasse. Ja. Ja, er hat ihn vorbeigelassen. Also. Ja. Nee, das ist eigentlich soweit.
Ja, gut, dann gehen wir mal zu dem Oliver Möller. Er sollte hier gegen Hannes Schlederer. Jetzt da ist, gab eine Sekunde dazwischen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob der Hannes da gerade erst vorbeigegangen ist oder ob wir da was verpasst haben oder ob der Oliver da jetzt rangefahren ist. Lederer, der hat erst das Auto von Strohmeier übernommen, vor kurzem. Ja, das ist vielleicht der enge Abstand durch den Boxenstopp gekommen. Aber so wie ich das jetzt hier sehe, wenn ich die Abstände sehe, kann Fledderer ein bisschen schneller fahren. So, Lutz, ich werde dich jetzt mal eben alleine lassen. Ja. Denn auch ich verspüre ein Bedürfnis. Ja, so sieht das aus, meine Damen und Herren. Kevin Maas führt hier, ich sag das jetzt mal ohne die Klassen wirklich zu berücksichtigen, weil wir machen das einfach mal so hier mit. Ah, der ist gerade an der Box. Das ist ja auch mal spannend. Ich meine, da dürfte nichts passieren. Er hat ausreichend Vorsprung. In der Klasse sowieso, aber auch in der Gesamtwertung. Kevin Maas führt Klasse 1 an vor Lars Kober und Steve Rumpelt, wobei der Lars auf Gesamtrang 4 fährt und der Steve auf 9. So, und Kevin Maas verlässt die Box und nee, überfährt nicht die weiße Linie. Das wäre es jetzt noch gewesen, so zum Ende hin. Jedenfalls sah es aus meiner Perspektive so aus, als hätte er das nicht getan. Genau, und dann haben wir hier den Führenden der zweiten Klasse, den Andreas Schröder. Der führt vor Frank Schmidt und Simon Hinze. Der Olaf Oberpichler, das müsste momentan, der ist der Gesamtachte, das müsste der Führende der Klasse 3 sein. Vor Markus Gerzak und Thomas Kühn. So, und dann haben wir den Micha Bräutigam. Der führt die Klasse 4 an. Vor Marc Herzig und Peter Neuendorf. Allerdings sind in der Klasse nur noch 3 Vertreter vertreten. Von daher, das ist jetzt nicht so, ja, nicht mehr allzu schwierig. Und wenn ich mir die Abstände angucke, also der Peter Neuendorf hat einen runden Rückstand auf den Marc Herzig. Nee, Quatsch, Blödsinn. In derselben Runde. Müssten dann auch in dieselbe Runde, wenn nach Startziel, nachdem sie über Startziel sind. In der, ja, wo sind die gerade?
Warte mal. Ja. Ja, die beiden haben Rundenrückstand auf dem Micha Bräutigam. Genau. Würde ich das jetzt momentan hier interpretieren. Sensationelles Scoring. Ja, und die Abstände auf der Strecke, den engsten Abstand haben wir noch auf Position 6 und 7, der Oliver Möller. Aber das haben wir ja gesehen, der hat gegenüber Hannes Flederer doch, ja, kann die Pace nicht mitgehen. Wir haben die vorhin einen Abstand von einer Sekunde gesehen, jetzt sind es 6,5 Sekunden. Also da ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu erwarten. Aber auch der Simon Hinze ist ungefähr 9,5 Sekunden hinter Lars Kober. Aber auch da würde ich mal behaupten, passiert nicht so wahnsinnig viel, weil die letzten Rundenzeiten, gehen wir mal davon aus, dass beide eine saubere Runde erwischt haben, differieren mal gerade um 4 Zehntel. Also da jetzt, wenn die annähernd dieselbe Pace gehen können, dann ja unwahrscheinlich, dass er in den verbleibenden ja, knappen halben Stunde da noch 10 Sekunden rausgefahren werden, obwohl hier natürlich auf dieser Strecke alles möglich ist. Also der Lars muss nur einen Curb oder Grasen erwischen, sich einmal drehen, dann ist in 10 Sekunden gar nichts. Da braucht er noch nicht mal irgendeinen Schaden am Auto verursachen, sondern einfach nur ein profaner Dreher, kleiner Ausrutscher und schon sind etliche Sekunden dieser wegen Vorsprungs geschmolzen und dann ist, ja, mal gucken, wobei ich kenne den Simon nicht so ganz genau, aber dafür den Lars fahrisch so besser, glaube ich schon, dass der Lars das verwalten kann. Oh, Andreas Bär wird mir in der Box angezeigt, genau so ist es. Geht auch schon 1,5 Minuten. Ich höre es hier klappern. Ja, mach ja, die Tür hinter dir zu. Also wenn du reinkommst, ne? Es zieht, ja. Ist arschkalt. Genau. Das ist korrekt. Ja, ist nichts passiert. Ich habe wirklich einmal so den Führenden der Klassen erzählt und wirklich was Spannendes haben wir nicht. Auch der Oliver Möller verliert ja Zeit auf den Hannes Flederer. Also da ist auch nicht damit zu. Also der Hannes ist da deutlich zügiger unterwegs. Der 8 Sekunden pro Runde. Also in der letzten Runde war er 8 Sekunden schneller und das ist jetzt auch so ziemlich der Abstand, den die beiden haben nach der Runde. Das könnte eventuell nochmal spannend werden, wenn der Hannes Flederer schneller ist als der Simon Hinze, der das, nicht weit vor ihm fährt. Das ist richtig, das ist er. Also in der letzten Runde, ja, 5,2, 5,3 Sekunden. Ja. Aber wir haben auch nur noch 24 Minuten und der Rückstand sind 36. Das müssen wir abwarten. Ja. Ja, zumindest könnte es eng werden, da hast du recht. Und ich sehe, der Steve krumpelt. Ah, okay, der ist. Nee, der hat nichts mit dem Olaf Oberpichler zu tun. Aber der Olaf führt tatsächlich die Klasse 3 an. Wenn ich das hier richtig sehe. Das ist korrekt, ja.
Ja, da hören wir auch schon den SLS andonnern. Ja, tolle Sache. Ich hätte es mir jetzt vielleicht zum Schluss hin noch auf der einen oder anderen Position noch ein bisschen spannender erwartet, erhofft. Aber gut, das kann nicht jedes Rennen so sein. Und es ist eher auch untypisch für Endurance-Rennen. So wirklich was, ja, was machen wir jetzt, Micha? Gehen wir uns einen Kaffee bestellen, oder? Also wie gesagt, ich halte das Duell Pflederer-Möller halte ich immer noch für, nein, Pflederer-Hinze halte ich immer noch für sehr, sehr, sehr spannend, weil wie gesagt, im letzten Umlauf der Hannes war mit einer 8,42 wesentlich schneller als der Simon mit einer 8,58. Da ist noch nicht aller Tage Abend. Ich denke, das wird nochmal interessant. Das ist der Podiumsplatz, der letzte Podiumsplatz, der dritte Platz der Klasse 2. Ich denke, da werden wir ja, nach dem nächsten Umlauf nochmal ein bisschen was Spannendes erfahren. Das wollen wir mal schwer hoffen. Also, wie gesagt, mal jetzt mal auf den Abstand jetzt gucken. Ja, sind es nur noch 25 Sekunden. Vorhin waren es nur noch 36. Also, da geht einiges hier gerade. Und du sagtest ja, hatte ich das richtig in Erinnerung, hier in dem GT40, das Team, die sind noch nicht so ganz erfahren, ne? Das ist richtig, ja. Also, daher ist die Leistung eigentlich gar nicht hoch genug einzuschätzen. Das war schon, ist schon in Ordnung, was die uns zeigen. Das definitiv. Ja, ansonsten gebe ich dir recht, ist gerade nicht so viel los auf der Strecke. Ja gut, das ist aber nichts Ungewöhnliches. Ja. Und das wird wahrscheinlich bei den 6-Stunden-Rennen noch mal ganz anders sein. Also noch schlimmer, in Anführungszeichen, sein. Jetzt haben wir einen beim nächsten Zeitenmesspunkt von 36 Sekunden auf 24 Sekunden. Der Abstand jetzt geschrumpft. Um Simon auf den Hannes. Ja, also wenn ich das jetzt hier so sehe, sind das noch knapp 20 Sekunden, die Hannes fehlen. Ich könnte mir vorstellen, dass
in der nächsten Runde. Oh, wow, wow, da darf aber so eine Aktion hier nicht. Ja. Ja, dass in der nächsten Runde da was passieren wird. In der dritten Klasse könnte es eventuell auch nochmal interessant werden. Zwischen dem Dustin Dini, der unterwegs ist für das MRS Virtual Racing Team, und dem Daniel Mackhaus. Mhm. Auch hier, ja, Abstand 38 Sekunden. In der letzten Runde hat der Daniel nochmal 6 Sekunden aufgeholt. Also viel Fehler darf sich der Dustin dann auch nicht mehr erlauben. Wir haben ja noch einen Moment Zeit. Ja. Bevor der Hannes da vielleicht aufläuft. Deswegen gucken wir mal, was der Dustin hier fährt. Also wenn er jetzt ganz schlau ist, dann fährt er jetzt ganz, ganz safe hier. Nee, ja, das ist das Gegenteil sowas. Davon. Das ist ja. Weil 36 Sekunden in 17 Minuten aufholen, da muss schon ein bisschen was gehen. Ja. Michael Bräutigam ist jetzt in Runde 17, beendet jetzt Runde 17, geht dann in Runde 18, also der wird die 19 wohl schaffen. Hannes Pflederer hat gerade seine persönlich, nein, die beste Runde gefahren vom Team überhaupt. Ja. Für Katina, ja. Bend. Ja. 42,726. Dann war damit Schlange 20 Sekunden im letzten Umlauf schneller als der Simon Hinze vor ihm. Jetzt ist der Abstand eben, wie gesagt, noch 19 Minuten. Ja. Nehmen mal Sekunden, weil ansonsten würde ich jetzt erstmal Pause machen. Entschuldigung, selbstverständlich. Ja, wenn einem so eine Viertelstunde später sein Fehler einfällt, erzählt. Nein, ich verbessere es nur. Ich habe es ja verstanden. Richtig. Für mich war es auch klar, aber man weiß halt nicht, was so ein Zuschauer teilweise denkt. Ja. Und das auch ich weiß, was ich immer denke, wenn ich zuhöre, von daher weiß ich ganz gut, was. Ne? Ja, das ist halt, ja. Und glaube mir, wenn du dir. Das ist dein erstes Mal, dass du sowas moderierst? Ja, ja, doch. Ich will es mir, glaube ich, nicht anhören, nein. Doch, doch, tu's. ganz ehrlich. Ich meine, ich fühle mich heute auch nicht besonders prickelnd. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, mir fehlen so ein bisschen. Normalerweise quassel ich eigentlich sehr viel. Aber, gut, ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen fremdes Terrain. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Aber, wenn du dir das anhörst morgen, dann wirst du ganz schnell feststellen, ich habe zum Beispiel früher. Ja, immer ein so Schlagwort benutzt. Mache ich wahrscheinlich heute auch noch, aber nicht mehr so gehäuft dämmen. Früher habe ich irgendwie in einer Runde dreimal gesagt, die geben sich's aber richtig. Nachdem ich mir das dann das erste Mal angehört habe, habe ich so gedacht, sag mal, bin ich jetzt doch nicht du? Das kannst du doch gar nicht gesagt haben. Zumal das ein Spruch ist, den ich total eigentlich auch doof finde. gut, dann habe ich gesagt, gut, jetzt musst du mal das nächste Rennen, ne? Da habe ich das vielleicht nicht mehr ganz so häufig, aber immer noch extrem häufig gesagt. Gibt's doch gar nicht so, ne? Also man muss, und dann habe ich mich angefangen, auf diese Sachen zu konzentrieren, und ich habe mir dann permanent irgendwelche Streams von mir angehört. Ja, und dann wurde es für mich dann irgendwann mal besser. Also Mein großes Problem ist, ich ringe immer nach außergewöhnlichen Redewendungen und verhaspel mich dabei so oft. Das habe ich aber bis heute noch nicht abgestellt bekommen. Also es ist tatsächlich, passiert mir immer wieder. Und naja, mein Gott. Wir machen das hier alles als Hobby. Und Wenn ich mir so anhöre, was manche so zurechtstammeln, wenn sie und dafür auch noch Geld nehmen, da
braucht man gar nicht drüber groß reden. Halt so eine sehr zwiespältige Geschichte und naja. So, ja, wir haben gerade gesehen, eine Überrundung von Kevin Maas, klassenintern, den Steve krumpelt. Das ist auch bitter, oder? In 3 Stunden? Nein. Nein, ich das weiß ist nicht bitter. Das ist ja, die erste Überrundung jetzt von dem Jungen. Ja, wir waren vorhin mit defektem Auto unterwegs. Ja, alles richtig, aber grundsätzlich auf der Nordschleife überrundet zu werden in der eigenen Klasse, das ist schon kein gutes Gefühl. Also ich will nicht sagen, dass es peinlich ist, um so Gottes Willen, aber es ist ein unschönes Gefühl. Wenn man sieht, was der Kevin hier an Leistung abzieht, dass wohl klassenintern ein bisschen seinesgleichen sucht, ist es schon ganz okay. Das ist nichts Schlimmes. Meiner Ansicht nach. Die Jungs haben auch ein verbeultes Auto, die waren vorhin ganz lange unterwegs, um wieder an die Box zu kommen. Die wollten in diesem Rennen einfach Punkte holen, weil sie es eben im letzten Rennen schon nach wenigen Runden sein lassen mussten. Ja, vielleicht war auch ein bisschen Sicherheit dabei und nicht ganz so viel angasen, wie das jetzt beim Kevin möglich gewesen ist. Ja. Aber wie gesagt, er ist der Einzige, der jetzt... Jetzt hättest du den Herrn Fledderer beinahe zerfleddert hier. Also das war hart an der Grenze. Da ist er mit dem Rad so ein bisschen aufs Gras gekommen. Also der fährt hier echt letzte Rille. Also... Muss er auch. Weil der Abstand ist nach dem letzten Zeitenmessen nicht deutlich geschrumpft zum Simon. Ja, das ist richtig. Wenn er den noch packen will, dann kommen wir gleich zum nächsten Zeitenmessen. Ja, eine Runde haben sie auf alle Fälle noch. Also die hier und noch eine. Ja. Oder? Wo ist der Kevin? Ja. Doch. Also der müsste eigentlich... Ja, doch. Also die und noch eine auf alle Fälle, ja. Jetzt gucken wir noch mal zum Simon. Ja, sind jetzt noch... 9 Sekunden auf den Lars. Das ist auch so eine Aktion. Ich weiß nicht, was der Lars da vorne macht. Ja, ich meine auch, dass der Lars gerade ein bisschen langsam tut. Ja gut, was soll er auch machen? Also ich meine, dem tut ja nur echt nichts mehr weh. Der ist krumpelt, ist meilenweit weg. Runden Rückstand. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Auto von Lars noch so hundertprozentig funktionsfähig ist. Und bevor der sich jetzt hier noch in irgendwelche... Ob ihn jetzt noch 2 oder 3 aus einer anderen Klasse überholen, das ist ja dann auch wurscht. Ja. Nö, der fährt eigentlich ganz normal, wenn ich das so sehen kann. Ich weiß nicht, ob der zweite statt dem dritten Platz so viel wert ist, dass man jetzt das Rennen noch wegwirft. Aber das ist schon... Ja, die Jungs von Cantina Band scheinen mir im Allgemeinen etwas schmerzfreier zu sein. Ja. Die interessiert es auch nicht wirklich, wenn sie eine Stop-and-Go-Strafe haben, die vom Spiel verteilt wird. Die fahren dann einfach weiter. Ja gut. So ist zum Beispiel das letzte Mal, weil das noch ein bisschen unaufgeklärt geblieben ist, die Disqualifikation zu erklären gewesen. Die haben, der Fahrer, der damals auf dem Auto saß, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, der kannte dieses Zeichen nicht. Ach, das ist dann einfach weitergefahren. Ja, das hatten wir eigentlich direkt nach dem Rennen noch irgendwie bequatscht. Ja, genau. Ja. Auf der Start-Ziellinie ist der quasi aus dem Rennen genommen worden. Ja. Die sind ja schmerzfrei, also wenn es hier irgendwas zu holen gibt, die haben ihren Spaß damit. Ja. Und gasen hier fleißig weiter an.
Ja, und jetzt kommt der Simon gerade über Start und Ziel mit einer 8,47, hört, hört. Mhm. Also das ist jetzt für das Team gar nicht mal so schlecht. Und der Herr Flederer mit einer 8,41 verkürzt den Abstand damit auf 12,9 Sekunden. Und wir können davon ausgehen, dass das jetzt hier dann noch nicht die letzte Runde war. Denn der Führende kommt noch definitiv vor Ablauf der Zeit noch einmal drüber, über die Linie, und die Jungs müssen dann nochmal noch einen Umlauf machen. Stimmt. Also das wird definitiv noch spannend bis zur letzten Runde. Wisst ihr, dann hättet ihr mit dem Rejoin-Plugin noch etwas mehr VLN-Realität. Oder bei der VLN ist doch auch so, dass alle hinter dem Führenden abgewunken werden, ne? Ja. Also nicht, die müssen nicht die Runde noch zu Ende fahren, sondern die werden ja, alle in abgewunken, der, ne? In der Realität, ja. Ja, das geht mit dem Plugin auch. Mhm. Ja. Ja, wohingegen das Duell Dustin Dini von MRS Virtual Racing mit Daniel Mackhaus damit ziemlich erledigt haben dürfte. Weil Daniel ist leider nicht mehr so schnell und hält den Abstand relativ gleich. Er verliert nichts, er gewinnt nichts. Ja, so ganz verstehe ich es allerdings jetzt gerade mal nicht. Achso, das war eine Boxenrunde, ne? Von dem Dini. Ja, ja, ja. Ja, die 12-14, ja. Und was definitiv wahrscheinlich auch nichts mehr wird, ist für Dirk Vogel und Danny Weller nochmal Punkte abzugreifen. Ja. Denn auch der Herr Bräutigam wird nochmal eine Runde hinten dran hängen und damit. Ja, ja, das sagte ich vorhin schon, der wird die 19 Runden fahren. Ja. Ja. Er hat sie ja, müsste sie ja jetzt schon haben. Mhm. Mal eben, wo er fährt. Ja, gut. Ja doch, er würde jetzt die 18. Runde vollenden, ja. Hätte dann 19. Nee, achso, er braucht die 19. Würde jetzt, also er befindet sich schon in seiner 19. Ja. Er ist in der 19. Runde, genau. Ja. Er hat 18 absolviert, genau. So ist es. Das heißt, selbst wenn das Rennen jetzt zu Ende wäre, wäre das so. Aber dem ist nicht so. Im Gegenteil, Kevin Maas fährt jetzt hier in seine letzte Runde. Hier befindet er sich jetzt. Wenn er die jetzt in 5 Minuten 45 schafft, dann hat er einen neuen Rekord. Oh, dann gucken wir noch mal zu dem Hannes hin. Ja, der Weil da ist es jetzt der Abstand einstellig geworden. Ja. Allerdings ist auch der Abstand von Simon Hinze zu Lars Kober einstellig, also deutlich einstellig geworden. Also nochmal gerade 7,5 Sekunden. Aber ich denke mal schon, dass der Lars jetzt einfach nur versucht, bloß nicht das Auto irgendwo nochmal zu beschädigen. Der möchte jetzt heil über die Linie kommen. Ob da jetzt die Klasse 2 nochmal vorbeifährt, egal. Er möchte sich nirgendwo dagegen setzen, denn auch der Steve Krumpel findet sich in derselben Runde. Ja. Wie der Lars. Richtig, der würde vorbeikommen, ja. Ja. Ja, und wenn man das Auto vom Lars anschaut, dann tut er wohl gut daran, nichts mehr mit der Brechstange zu versuchen. Gibt ja auch nichts mehr, was man mit 5 Minuten 40 Sekunden nochmal versuchen sollte. Magst du noch mal durch das Gesamtklassement gehen? Das können wir machen. Haben.
so der Schnurrbart-Porsche. Finde ich übrigens sehr gelungen. Genau. So, du hast immer noch ein Auge aufs Timing, dass wir das eventuell nicht hier verpassen. Genau. Ja. Also, Racing Association führt hier. Hier muss man dann schon sagen, mit Kevin Maas, weil der Knabe alleine gefahren ist. Auf der Position 2 der Klasse 1 fährt Lars Kober, momentan auf Gesamtrang 4. Aber das Auto ist hinten nicht mehr so ganz sauber. Und auf der dritten Position der Klasse 1 der Steve Krumpelt auf Gesamtrang 8. Dann haben wir auf der ersten Position der Klasse 2 den Andreas Schröder auf dem Gesamtrang 2. Finde ich schon sehr beachtlich. Mit ungefähr anderthalb Minuten Rückstand dann der Frank Schmidt auf Platz 2 der Klasse 2. Und noch muss man sagen, Simon Hinze auf der 3 hier für Ola Ribel Ort. So, kommen wir zur dritten Klasse. Da sollte der Olaf Oberpichler auf Gesamtrang 9 fahren. Das tut er auch. Der zweite müsste dann der Markus sein. Genau, Markus Gerzak. Und Thomas Kühn auf der Position 3. Ja, und die vierte Klasse, das gestaltet sich relativ einfach. Auf Gesamtrang 16 führt die Klasse der Micha Bräutigam an. Oh, was ist hier mit Lenkheit? Da ist jetzt hier aber ganz Ende Gelände. Ja, der war vorhin schon mal ganz kurz langsam, hat die Leute vorbeigelassen. Ich denke... Oh. Der will nicht noch eine Runde. Ja, nee, dafür ist aber der Kevin eindeutig zu weit weg. Naja, vielleicht bleibt er ja auch noch stehen. Genau, Marc Herzig auf Platz 2 und Peter Neuendorf auf Platz 3, just for fun. Und der Marc Herzig ist unterwegs für Super Sick Racing. Und der Micha Bräutigam für Cantina Band 2. Genau. Also der Worst Case für Simon Hinze ist jetzt dann eingetreten. Beide befinden sich jetzt auf der Dödinger Höhe und haben unmittelbaren Sichtkontakt zueinander. Der eine durch den Rückspiegel, der andere durch seine Frontscheibe. Und so wie ich das gesehen habe, versucht der Hannes auch schon einen Windschatten aufzunehmen. Naja gut, also da ist was nicht in Ordnung bei Hinze. Ja, der Simon Hinze hatte kurz im Pflanzgarten einen Fehler, musste da durchs Grün, ganz kurz. Ja, aber so wie der jetzt auf der Höhe hier rangeflogen ist, da müssen dem Simon irgendwie massiv Topspeed fehlen. Mhm. Der kommt auch in die Box. Naja gut, das ist jetzt ein bisschen schade. Das ist sehr schade, dadurch da geht uns jetzt ein Duell verloren. Und wenn der Simon jetzt hier doch zu schnell war bei der Boxeneinfahrt, dann wird es für den Oliver Möller auch nochmal interessant. Ich bin gespannt, was der Simon dann aber doch Box. Dann aber bestimmt erst After Race, oder? Weil die Strafe kann er nicht mehr absitzen. Nein, kann er nicht mehr absitzen. Aber. Ja, der Oliver der Oliver Möller wird jetzt ihn nicht mehr holen. Ja, After Race, wenn es da nochmal zu einer Strafe kommt. Ja, also wenn er jetzt hier einfahrt, Boxengasse zu schnell war, ist uns das primär egal. Das macht das Spiel von selber. Ja, schon. Stimmt. Ja. Da wird ja dann automatisch was draufgehauen. Das war eine sehr kurze Standzeit. Ich habe keine Info von der Rennleitung.
dass da eventuell irgendeine Strafe vorgelegen hätte. Und diese kurze Standzeit ist eigentlich mit den Boxenstoppzeiten nicht möglich. Weiß ich nicht. Ich frag kurz nach. Mhm. So, da ist der Florian Plenker. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, ich habe das auch mitbekommen, deswegen wollte ich das mal ein bisschen aufklären. Ja. Achso, du bist ja vom Team vom Simon genau. Hinze, Cola Rebel Esports, ja. Unser Plan war eigentlich schon die ganze Zeit, dass wir am Ende nur so ein kleines Splash and Dash machen, weil wir wussten, dass es gar nicht aufgeht, mit einem Stop durchzufahren. Ja, und dieses Splash and Dash haben wir halt jetzt gemacht. Was also habt ihr genau gemacht? Einfach nur nicht vollgetankt, sondern 20 Liter rein, keine Reifen gewechselt, kein Fahrerwechsel. Aha, okay. Okay. Ja, dann hat sich das ja aufgeklärt. Ja, dann wollte ich das nur kurz sagen. Ja. Ja, Mensch, vielen Dank, Florian. Ja, gut, dann haben wir das. Viel Spaß für die letzte Runde. Ja, euch auch, und kann man ja schon mal so ein bisschen gratulieren. Ist ja gar nicht mal so schlecht gelaufen, ne? Ja, bis auf den Start eigentlich alles ganz gut. So, herzlichen Glückwunsch hier an Kevin Maas und die Racing Association. Zweiter Lauf, zweiter Sieg. In der Tat. Ganz hervorragend gefahren. Wieder absolut kontrolliert. Da kann man einfach nicht mehr dazu sagen. So, jetzt sehen wir hier den zweitplatzierten, den erstplatzierten der zweiten Klasse. Wobei ich da jetzt allerdings sagen muss, jetzt muss ich erstmal gucken. Oh, ich werde verrückt hier mit diesem R-Factor-Monitor. Mach erstmal Wir sehen hier nämlich Steve Krumpelt, der es geschafft hat, sein SLS als Dritter in der Klasse über die Linie zu bewegen. Mhm. Und das scheint ihn wirklich sehr zu viel freuen. In der Tat. Genau. Ja. Des Weiteren schon im Ziel, Dustin Dini, Daniel Mackhaus hat es nicht mehr geschafft. Ja, jetzt kommt dann demnächst auch der Oliver Möller ins Ziel mit seinem Ford GT, wo... Ja. Wo auch nicht mehr alle Teile dran sind. Hat also auch das Auto mehr oder weniger über die Linie geschliffen. So. Dahinter sehen wir schon hinter dem Oliver Möller den Gewinner der Klasse 3, den Olaf Oberpichler, mit seinem Team KPR Sim Racing. Genau, lass uns den zeigen, ganz schnell, da ist er. Ja. Eine super Leistung. Da war der Jörg lange Zeit am Steuer. Der Jens Ledwig, meines Wissens nach auch, hat ja auch dazu beigetragen, dass also der erste Saisonsieg für KPR Wirklichkeit wird. In diesem Moment kommt auch der Markus Gerzak, Gesamtrang 11 und Zweiter in der Klasse, über die Linie. Auch Glückwunsch zu dieser Leistung. Und den Gesamtzweiten und Ersten der Klasse 2. Ist er nicht? Da ist er, der Andreas Schröder. Freut sich hier auch riesig, tierisch. Und gewinnt seine Klasse. Ja, hervorragend, kann man da nur sagen.
da dürfen wir natürlich nicht vergessen, den Gewinner der Klasse 4, Michael Bräutigam, kommt jetzt auch gerade hier angefahren auf die Startziellinie und gewinnt für Cantina Benz, wo ebenfalls seinen zweiten Saisonlauf oder den zweiten Saisonlauf fürs Team. So, dann haben wir aber auch den, ich weiß es nicht, hast du den Andreas Schröder jetzt schon erwähnt, weil der ist nämlich jetzt auch im Ziel? Selbstverständlich. Genau. Augen und Trompeten ist er drüber gefahren. Jo. War jetzt gerade eben etwas abwesend. Ja. So, und jetzt haben wir den Zweitplatzierten der Klasse 2, den Frank Schmidt. Der ist jetzt auf der Tübinger Höhe, da sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Thomas Kühn überquert auch eben die Startzielgerade, Dritter in der Klasse 3. Und jetzt kommt dann hier mal ein bisschen Ordnung auch rein, nachdem jetzt ganz viele Leute schon über das Ziel gefahren sind. Der Frank Schmidt. So, genau. Auch hier ist die Freude groß. Auch zweiter Platz. Klasse 2. Völlig korrekt. Und einen haben wir noch, den Lars Kober. Genau. Ganz genau. Und im Schlepptau auch der Hannes Flederer gleich noch mit dabei. Ja, der wird ihn wohl noch überholen. Ja. Not bestünde ja keine. Nee. Ja, hier geht der zweite Platz der Klasse 1 an Virtual Motion Racing und der dritte Platz der Klasse 2 an Cantina Band 1. Der Essen, der sieht schon sehr, sehr verbeult aus. Ja, ja. Und der Hannes ist gnädig. Ja. Also, auch hier die Freude groß. Ich könnte mir vorstellen, beim Lars hält sich's in Grenzen, trotz des zweiten Platzes, aber ja, mein Gott. So. Und hier, was? Ich hätte es ja nicht geglaubt. Wir haben schafft's. Das heutige Gewinnspiel. Was ist das für eine Fahrzeugmarke? Oder was war es mal? Gut, der Grill ist noch dran, von daher kann man es noch erkennen. Das In Team etwa. Racing Team Phoenix. Genau. Gelenkt hier jetzt gerade vom Kameraden Lenkheit. Genau. Schafft es über die Linie. Er würde sich gerne freuen, aber die Lampen gehen nicht mehr. Ja, er würde gerne seine Freunde kundtun. Ja. Geht leider nicht. Der Mann mit dem kurzen Splash and Dash. Ja, Simon Hinze. Wirklich eine tolle Leistung für das Team, was fast ohne Erfahrung hier anreist. Und ich denke, ein vierter Platz und das Durchhalten ist hier wirklich ein verdienter Lohn. Ja. So, dann sollten wir noch ein Auto auf der Strecke haben. Einen haben wir noch, ganz genau. Genau, den Peter Neuendorf. Ja, und das Fahrzeug sehen wir jetzt nun auch nicht zum ersten Mal ohne Motorhaube. Und den sehen wir eigentlich nur ohne Motorhaube. und ohne Stoßfänger. Also wir haben ihn einmal gesehen, wo er repariert war. Das stimmt, ja. Da hat der Peter, glaube ich, gerade übernommen gehabt. Ja, genau. Gut. Aber auch er hält durch, bringt für sein Team wichtige Punkte. Da qualmt es nochmal. Ja. Für sein Team nochmal wichtige Punkte mit im Meisterschaftskampf, der klassenübergreifend stattfindet. Ja, jeder Punkt ist hier wichtig, weil im Prinzip gilt nur die Gesamtwertung aller Fahrzeuge und nicht die klasseneinzelne Wertung. Die ist zwar schön anzuschauen, aber für die Gesamtwertung gibt es hier wichtige Punkte. Okay. Auch für den letzten. Gut. Oh. Ja, dann können wir das hier heute ad acta legen. Ich hätte jetzt
Also jetzt ohne zu übertreiben, aber ein Stündchen länger hätte es noch gehen können. Das können wir ja, gerne noch machen. Wir holen einfach die Klassensieger zu uns hier rein. Ja. Fangen wir mit dem Andreas Schröder an. Ich mach das einfach ungefragt. Ja, ja. Also. Ja. Oh. Ja. Ui, dann, da freut sich. Danke fürs Interview. Alles. So. Ja, Michael, musst du aber jetzt auch was sagen, weil ja, wenn die das gar nicht wissen, dass sie hier sind, bevor noch irgendwelche. Ach ne, wir haben schon nach 22 Uhr. Nee, du machst die Interviews, so. Bist da ein bisschen ach, besser. Ich mach die. Ja, Abad. Abad, ja. Da müssen wir mal gucken. Das war. Wo fangen wir denn da an? Ja, da fangen wir gleich mal bei Micha an, in der Klasse 4. Micha, im ersten Lauf schon so ein Ausrutscher, der nicht ganz so dramatisch war, aber heute musstest du echt ein bisschen bangen, oder? Hallo, ja, war einfach ein ganz, ganz blöder Anfängerfehler. Im ersten Lauf war ich ein bisschen nervös, weil erstes Rennen und so und erste Runde überhaupt, bin ich erstmal überhaupt in dem Feld unterwegs. Deswegen ja, habe ich das dann halt einfach so abgehakt und heute war einfach total blöd. Erstmal ein Volley die Runde erwischt, also die Runde, da geht dann auch nicht mehr viel in der Zeit. Ja, dann musste ich leider wieder von hinten starten, weil ich im Warm-up nochmal raus bin kurz. Und ja, habe mich aus allem rausgehalten, war dann froh, dass ich dann noch, ich glaube zwei Runden war ich dann wieder vorne in der Klasse. Hab mich dann schon quasi zurückgelehnt und bin dann beim Anbremsen Eingang Katzenbach einfach auf den Gas gekommen. Der rechten Seite und ja. Wie gesagt, ein ganz, ganz blöder Anfängerfehler, aber ist ja zum Glück nochmal gut gegangen. Ja, dann haben wir auch ein bisschen Federn gelassen. Ja, das ist wohl wahr, leider, leider. Hast du eine Erklärung dafür, warum es heute bei allen in der Anfangsphase so viele schwere Unfälle und auch Ausfälle gegeben hat? War das heute irgendwas anderes als beim letzten Mal? Waren die Grip-Verhältnisse, weil sie etwas besser wären, waren, wurden die überbewertet? Also hat man da zu viel Vertrauen in den Grip investiert oder was? Gibt's irgendein? Ja, hast du da eine Erklärung? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt davon gar nicht so viel mitgekriegt, aber es ist halt so, naja, so ein bisschen wie in der Fahrschule. Bei der ersten Fahrstunde, da ist man halt total konzentriert und macht alles richtig. Und in der zweiten Fahrstunde, dann denkt man dann, ja, jetzt können wir das alles, dann ist ganz easy okay. Und dann wird man vielleicht auch ein bisschen nachlässig. Vielleicht war das so der Effekt ein bisschen. Ja gut, das klingt jedenfalls plausibler als unsere Erklärung, als unser Erklärungsversuch mit diesen Grip-Werten. Aber, ja, das merkt man aber kaum. Also es macht 1-2 Sekunden auf die Runde und ich würde mal sagen, wenn man es nicht wüsste und nicht im Kopf hätte, dann würde man machen. Nichtsdestotrotz, Glückwunsch. Danke. Erwartungen erfüllt und ja, auf in den dritten Lauf. Kommen wir zur Klasse 3. Herr Langen, den darf ich hier begrüßen. Bin schwer begeistert. Ich auch. Das freut mich aber sehr, dass du begeistert bist. Jörg, als ich gesehen habe, dass du hier fährst, war mir klar, okay, du gewinnst. Gut, ganz so einfach war es glaube ich nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich denke mal, ohne den Ausfall von No Limit wäre es schwer geworden, hier zu gewinnen. Weil wir einfach von den Fahrern her, denke ich mal, nicht diese Ausgeglichenheit haben. Und ja, wir hätten dann entweder mit 2 Mann fahren müssen, dann wäre es eventuell gegangen, so sind wir mit 3 Mann gefahren. Und wir wussten, dass die 3 Paarungen da von No Limit auf jeden Fall hinten raus stärker sind wie wir. Und mich hat schon gewundert, dass ich überhaupt da die am Anfang die Zeiten mit dem vom Herrn Gödicke mitgehen konnte. Ja. Hatte ich eigentlich gar nicht mit gerechnet. Und ja, von daher will ich nicht sagen, ich habe mich gefreut, als der Motor hochgegangen ist, aber ich habe schon geschwitzt mit so einem Ruder im Nacken. Und das waren ja immer nur 2,5-3 Sekunden die ersten Runden. Und als er danach ausgefallen ist, haben wir dann ein bisschen das Gas rausgenommen und haben es dann eigentlich nur nach Hause gefahren. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, der Olaf hat ja auch so die ein oder andere Schrecksekunde produziert. Nun kenne ich dich ja so ein bisschen. Wie ging es dazu im Team-Channel? Ja, eigentlich ziemlich ruhig. Also der Olaf ist die Zeiten gefahren, die er auch hier auf dem Trainingsserver gefahren ist. Und wir wussten ja, dass wir ungefähr 90 Sekunden Vorsprung hatten nach hinten und hatten das mal durchgerechnet. Der Olaf war so 3-4 Sekunden im Schnitt langsamer wie die Verfolger und wir hätten jetzt noch locker 10 Runden fahren können, hätten immer noch gewonnen.
Und er hat es einfach nur nach Hause gefahren. Also da war jetzt keine Situation, wo wir jetzt Angst gehabt hätten, dass er das Auto wegschmeißt oder so. Also es war schon kontrolliert, denke ich. Okay. Ja, super Sache, freut mich. Also Glückwunsch. Du bist heute das erste Mal offiziell mit dabei, ne? Das letzte Mal bist du nicht gefahren, oder? Nee, ich bin eigentlich ziemlich kurzfristig dazu gestoßen. Mich hatte der Daniel Makaus hier von KPR, der Teamchef, der hatte mich angesprochen. Wir wollten ursprünglich mal selber eigentlich ein Team gemeldet haben, aber das ist dann aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen. Und ich bin ja dann zur KPR gewechselt und fahre jetzt da mit dem Achim Krause und mit dem Alex Rambo Langstrecke. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und sagte, Mensch, komm, Nordschleife und einfach noch. Also, und ja, dann Nordschleife muss man ja nicht zweimal sagen. Ja, da bin ich dann halt kurzfristig angesprungen. Ja, coole Sache. Also Glückwunsch nochmal und dann, ja, werden wir uns ja wohl jetzt die restlichen Läufe noch das ein oder andere Mal hören, so hoffe ich doch. Davon gehe ich stark aus, hoffe ich. Okay, also mein Lieber, bis dann und ja. Achso, Glückwunsch an die anderen dreien auch noch, beziehungsweise alle, die in den Klassenausbildes gekommen sind. Jo. Ja, okay, ich denke mal, das ist angekommen. Kommen wir zur Klasse 2. Andreas, herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, weil für mich war das heute von deiner Seite aus, zumindest oder von deinem Team aus, relativ unauffällig. Jetzt muss ich echt mal fragen, ist euch irgendwas Schlimmes passiert oder lief alles nach Plan? Nee, ich muss sagen, diesmal lief alles nach Plan. Ich habe auch extra zum Schluss diesmal etwas mehr Sprit mitgenommen, nicht so wie beim letzten Mal. Da musste ich auch nicht zittern. Boxenstops verliefen gut und ansonsten auch keine Fehler drin gehabt. So, nicht zumindest, was der Rede wert wäre. Ja, mein Ferrari habe ich diesmal noch ein paar Upgrade-Teile anscheinend gegeben. Der lief diesmal besser. Ich konnte die Lücke eigentlich die 1,5 Sekunden zum Michael Feier schließen. Allerdings habe ich mir meine Upgrade-Teile direkt in der ersten Runde wieder abgefahren, indem ich versucht habe, einen GT3 zu überholen. Es ging leider schief und ich bin dann etwas unsanft in eine Mauer gerutscht. Aber von den Zeiten her konnte ich dann doch eigentlich noch ziemlich gut mitgehen. Vor allem hatten wir dann mit dem GT3 einen ordentlichen Kampf gehabt. Der Michael, der kam nicht dran vorbei, auf dem Geraden kam er vorbei, aber dann zog der GT3 direkt auf den nächsten Geraden wieder an ihm vorbei und dann waren wir irgendwann im Dreierpack. Ich hatte das Glück gehabt irgendwann, dass ich hinter den beiden war und mir quasi beide Windschatten zugunsten machen konnte. Und dann habe ich es halt dadurch geschafft, an den GT3 vorbeizukommen. Der Michael leider nicht. Was heißt leider? Glück für mich. Und und so konnte ich mir halt erstmal ein kleines Puffer rausfahren. Und das konnte er aber auch bis ziemlich genau vor meinem Boxenstopp, hat er es auf, glaube ich, 2 Sekunden zugefahren gehabt wieder. Und ja, und dann hat er halt eben gewechselt mit dem Kim Strohmann oder wie er Strohmeier irgendwie so. Und der konnte den Speed dann eben nicht mitgehen von mir und den Herrn Schmidt. Und so konnten wir dann eben ziemlich ordentlich dann noch ein Team Corona dann davonfahren. Ja, naja, also auf alle Fälle alles nach Plan gelaufen. Das ist mir die Hauptsache und keine Fehler machen. Das ist ja eigentlich so das Basisrezept dafür, hier irgendwie erfolgreich sein zu können. Nichtsdestotrotz, einfach war es ganz sicher nicht. Und vor allem ärgerlich war es, dass ich halt eben vom mehr oder weniger letzten Platz vorhin starten konnte. Also das gleiche Problem wie bei Michael auch. Ich bin eben im Warm-up nochmal rausgegangen und wurde dann halt eben hinten versetzt. Ja, aber das hat es doch ganz schön spannend gemacht, die ganze Geschichte. Na, siehst du, Mann, da hast du wenigstens noch ein bisschen Spaß gemacht. Was glaubst du, wie langweilig das ist, wenn du das ganze Rennen vorne wegfährst? Also das ist ja völlig blöd. Kann Nordschleife langweilig werden? Da müssten wir jetzt mal Herrn Maas fragen. Ja, genau, das wäre nämlich jetzt eine gute Überleitung gewesen. Oder ist eine gute Überleitung. Also Andreas, nochmal alles Gute und herzlichen Glückwunsch für dich und dein Team. Ja, danke sehr. Und kommen wir zu Racing Association, Mr. Kevin Maas. Kevin, können wir eigentlich auch knicken, das Interview, oder? Eigentlich, oder hast du was zu erzählen? Also Auto war wirklich top heute. Eine große Kaltverformung hatte ich. Doch, hattest du, tatsächlich, ja. Ja, also ich hatte dann Mitte des zweiten Stints hatte ich halt dann richtig rausgenommen. Ja, und dann passiert der Fehler. Typisch Rennfahrer, also, wenn du dann langsam fährst, hatte ich dann einmal Leitplankenkontakt, aber sonst war eigentlich alles okay.
Immerhin, immerhin. Also ich meine, ein bisschen stolz bin ich ja, zwei Leute zumindest, die, ich glaube, bei mir das Langstreckenfahren gelernt haben, hier zweimal Klassensieg, das freut mich schon so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, Kevin, hast du damit gerechnet? Ich meine, es ist ja nun nicht unbedingt, es fahren ja hier nicht völlig Unbekannte rum, dass du hier so gut abschneidest, dass du so eine, ja, das liegt dir die Mod besonders oder ist bei dir einfach der Knoten geplatzt? Ich frage jetzt mal so provokant. Ja, das zum Teil auch. Und es ist einfach Nordschleife. Also Nordschleife bin ich, glaube ich, wo ich das erste Mal R-Faktor hatte, sofort die Strecke runtergeladen und dann gleich gefahren. Lass mal Nordschleife fahren. Alles klar. Ja, was bleibt uns nochmal zu sagen, als allen vier Siegern und allen Podestfahrern und eigentlich auch allen, die hier ins Ziel gekommen sind, nochmal herzliche Glückwünsche. Ja, absolut. Und auch Glückwunsch von unserer Seite. Genau, ja, und jetzt hätte ich nämlich dem Micha tatsächlich, dem Micha Klein, sogar das Schlusswort jetzt mal überlassen, weil der hat hier heute seine ja, Entjungferung hinter sich gebracht, seine Broadcast-Entjungferung, und ich finde es ganz großartig, Micha. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und mir auch. Würde mir wünschen, dass wir das so wie das zeitlich, also den nächsten Lauf mache ich auf alle Fälle noch. Wie es danach aussieht, kann ich halt nicht versprechen. Aber dass wir hier das dann irgendwie versuchen durchzuziehen, wir zwei. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze hier aus dieser Sicht mal zu beobachten. Ja, ich würde sagen, am 17.12. ist es dann wieder soweit. Diesmal wieder mit einem 2-Stunden-Rennen. Und dem letzten Rennen in diesem Jahr. Würde mich freuen, wenn wir wieder genauso viele zahlreiche Fahrer und Teams am Start haben wie heute und das letzte Mal. Dann wird es wieder lustig und spannend. Ja. Gut, dann wollen wir das für heute beenden. Es ist 23.48 Uhr, Atomuhr. Und ja, ich würde mich sehr freuen. Das Schöne an dieser Rennserie ist, wenn ich fremde Rennserien streame, muss ich immer die Verantwortlichen zum Ende eines Rennens fragen. Wir sehen uns in 14 Tagen, also den Termin habe ich immer noch schon so ungefähr im Kopf. Auf welcher Strecke? Und das kann ich mir hier sparen. Das ist so geil. Leute, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ja, und dann hoffe ich, dass wir, dass euch von euch einige gibt, die am Wochenende mal dieses Finnland, ja, wie soll man das nennen, dieses Chaotenrennen beobachtet, mal schaut mal zu Simrace TV rein, wird sicherlich sehr, sehr unterhaltsam. Also uns sind ein paar echte Stars am Start, also das muss man tatsächlich sagen, wenn ich auch noch nicht weiß, wer es jetzt im Einzelnen ist, aber ich freue mich auf alle Fälle auf die ganzen Namen da, die ich dann laufend vorlesen darf, also wird sicherlich sehr spannend. Bis dahin, Micha, nochmal herzlichen Dank an dich. Nochmal gerne, gerne. Alles Gute an die Teams und Fahrer und wir sehen uns hier am 17.12. auf der Nordschleife wieder zum dritten Lauf. Ich freue mich. Bis dahin, tschüss. Ciao.